Mann sagt. Denn ich hab den Hund kaputt gemacht, weil es seit Tagen nur regnet, Baby. Da, 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 da. Yeah, Baby. Da ich einsteigen und du hast den Text geändert. Ah. Für dich werde ich sterben, Sido. Eines Tages bringst du mich groß raus. Hi, Onkel B. Hi, Sido. Hey, Salam alaikum. Salam alaikum. Ein Salami Bacon. Ich liebe das deine Philosophie, Bruder, ne? Ich liebe euch, Bruder. Am Start. Ziggy, Ziggy, Ziggy. Du bist so ein Feiner. Ja, du bist ein ganz Feiner. Paul, du heißt, so heißt mein Sohn. Ich weiß. Du sagst, glaub ich, sagst du auch jedes Mal, wenn ich hier bin. Ja. Er singt auch jedes Mal den Song, wenn dein Name fällt. Ja. Mhm. Damit hört er auch nicht auf. Ja, es geht schon wieder los. Ja, das kann doch nicht wahr sein. Ja, willkommen auf jeden Fall am Tisch, wo nicht gelogen wird. Man ist nicht gelogen. Ah, so. Ja. Sido, wie fühlt sich eigentlich an? Wie fühlt sich eigentlich an? Mit der besten Punchline, ich habe die Jahrhunderts-Punchline hast du gemacht. Ja. Denn selbst die größte Katze kann nicht das, was schafft nicht das, was ein Löwe schafft. Ein Löwe kann. Auf Löwe Böhmermann. Kann. Auf Böhmermann. Böhmermann, Böhmermann, Löwe kann. Unfassbar. Mhm. Yes, baby. Finde ich auch ganz gut. Mhm. Beautiful. Beautiful, baby. Wir sind am Start. Jetzt nochmal klatschen, baby. Dann wird's die Stimmung. Gerne, Bruder. Ja, okay. Haters in the air. Ey, die Def Jam-Kette, die Def Jam, baby. Du hast mit DJ Desu Def Jam gegründet, neu? Ja, ja. Geil, das dachte ich, war erst Def Jam Germany. Def Jam Germany, das gab's ja schon mal. Aber geil, ihr seid am Start. Und ich glaube auch für Desu, bei dir weiß ich's, also bei dir, Anis, bei Desu weiß ich's, der liebt die ganzen alten Def Jam-Platten wie Onkel Boogie. Ja, der hat auch so viele Platten, also eine ganze Wand. Also eine ganze Wand ist eigentlich Platten. Ja. Von Platten da war ich einmal, hat er gesagt, lehn dich nicht ran, der Klügere gibt nach. Ja. Aber ja, wenn wir über DJs reden, ganz traurig, ich weiß, mein Bruder Desu liebt den auch. Rest in peace, DJ K. Slay. Ja. Und ich mag immer nicht die Betroffenheit, wenn man nicht betroffen ist, nur weil einer stirbt. Aber ich glaube, das Loch, was DJ K. Slay geschlossen hat, füllt keiner, weil der ist am meisten in meiner Spotify-Liste. Du bist ja der meistgespielte Spotify Rapper Deutschlands, Respekt dafür. Mhm. Und zu mal. Und in meiner Liste ist DJ K. Slay, weil er halt die ganzen alten Veteranen immer vereinigt und halt diesen geilen Sound macht. Und ach, halt gibt's das auch bei Spotify? Ja, DJ K. Slay. Mhm. Ist so ganz, kennst du DJ K. Slay? Mhm. Nee, der hat damals auch mit Desu fürs Mixtape von Flair gearbeitet und DJ K. Slay bringt einen richtig geilen Sound, der ist seit den 70ern am Start, B-Boy-Legende. Und der macht halt immer halt die ganzen alten Veteranen. Er hat einen Remix gemacht mit Kool G Rap und Ice-T Icons oder Straight Outta Brooklyn. Halt so immer. Wie DJ Clue. So. Ja, Mixed genau, okay. Genau. Okay. Aber B, was ihn unterscheidet, ist, er macht perfekt diesen Boom-Bap-Sound, aber macht es auch auf eine moderne Art. Machte. Richtig, ja. Recipes DJ K-Slay. Ja, Mann. Jetzt so aktuell ist DJ Khaled halt. So, der hat so das Ding auf eine andere Stufe noch gehoben. Stimmt. Aber der hat halt einen Schuss, ne? Wie? Ich finde, der hat einen Schuss. Oder der spielt einen Schuss, aber ein Schuss ist auf jeden Fall involviert in diese Geschichte. Ja? Ist schlimm? Nee, ne? Naja, nee, ist so ein Ding halt. So ein lustiger Schuss, oder? Ja, na klar. Der ist doch cool. Also Khaled ist doch nicht so beknackter als andere, oder? So, was meinst du denn das? Wie mit Schuss? Naja, der redet mit den Blumen in seinem Garten und filmt das. Und so einen komischen Quatsch. Ja, rest in peace, DJ Khaled. Rest in peace. Rest in peace, DJ K. Slay. Ja, Mann. Hast du noch ein paar geile Stories wie damals mit dem Bruder Too Short?
Hast du ein paar Sachen erlebt? Oh shit, man. Ja? Weiß ich nicht. Das war ja super funny auf jeden Fall. Du bist ja auch ein bisschen rumgekommen, ne? Ja, runtergekommen. Gab es ein paar Leute, die auch so ähnlich abfuckt waren? Oder? Ich hab Exhibit getroffen. Ja. Der war cool. Der war cool? Typ. Ja. Ja. Dann habe ich... Oh. Ich habe Talib Kweli mal auf einem Festival getroffen und er kam zu mir und meinte, oh, you're Guido. Guido? Guido. Ja, ich weiß, was das ist. Oder? So ein Geschmierter, so ein... So ein Italiener. Ja, so ein genau. Jersey, Alter. So ein Jersey-Shaw, Motherfucker. Der hat mich Guido genannt halt. Wie kommt denn darauf, Alter? Keine Ahnung, der wollte mich ärgern. Wie heißt ihn dafür gegeben? Nicht die Hand jedenfalls. Und Akia getroffen, My Neck, My Back. Ja. Okay. Mit der ich auch einen Song gemacht. Und die ist auch super nett gewesen. Aber auch war bei weitem nicht so sexy, wie der Song anmutet. Nee. Mhm. So, weiß ich nicht. Helge Schneider getroffen. Und? Der ist krass, Mann. Den cool drauf? Ja, den liebe ich. Ja. Ich mag Helge Schneider. Ich auch, sehr. Ja. Der ist auch ein extrem talentierter Musiker. Erstens das. Der kam, ich habe einen Song mit dem gemacht für ein Album und dann kam der, habe ich ihn eingeladen nach Santorini und der hatte 2 Tage Off-Day von seiner Tour und ich habe ihn am Flughafen abgeholt und das Einzige, was er in der Hand hatte, war ein Koffer für ein Saxophon, Saxophonkoffer. Crazy. Kein Koffer mit Klamotten und so weiter. Der ist, sobald er ankam, am Studio, da war auch ein Pool, ist er nur im Schlüpfer in diesen Pool gesprungen, hat sich ein Handtuch umgebunden, hat unter dem Handtuch seinen Schlüpfer ausgezogen und den aufgehängt, damit der sozusagen gewaschen ist. Ne? Und das, so hat er dann die 2 Tage, die er da war, verbracht. Alter. Sorry, Helge, dass ich das jetzt erzähle, wie du deine Unterhose gewaschen hast. Ja, Mann. Ja, der Bruder, der ist besonders hygienebetont, wie man merkt. Ist so wie Otto Walkes, glaube ich. Ja, der hat der Schlüpper halt. Ne? Schlüpper. Wenn der Schlüpper sauber ist, habe ich geliebt als Kind. Hat ihn geliebt. Hat auch immer die Platten von denen. Mhm. Das muss ich Sigi fragen. Dann kennst du bestimmt noch, du kennst noch EAV, ne? Ja. Geil, wie kennt die immer nicht? Doch, doch. Ja, klar, aber jetzt hat nicht die gepumpt. Genau, Otto fand ich richtig aber geil. Aber was hat denn EAV jetzt mit Otto? Das war die Epoche immer. So Mitte der 80er habe ich die immer mit meiner Tante gehört. Ja. Stefan Remmler dann auch? Nee, Stefan Remmler nicht. Aber ist dieselbe Epoche, ne? Das weiß ich nicht, Baby. Aber Trio? Nee, wen kann ich noch? EAV? Mhm. Abgestürzte Brieftauben oder so hat mein Cousin gehört. Ja, okay, Ärzte. Ja. Und ich habe den Soundtrack vom zweiten Otto-Film geliebt. Das war doch der, wo Amboss kam. Die Parodie auf Schwarzenegger. Was like haben Ice die alles nochmal gesagt? Als das Rohr nicht zum Biegen. Ja, wo er Hausmeister war, ne? Wo er immer nicht aufgeräumt hat. Sondern er sollte die glorreichen 7 als Passwort sein. Ja, ist so glorreich. Naja, okay. Ja. Auf die Knie, doch nicht auf meine, auf deine. Mhm. Ja, geil. Otto war das. Otto war ein lustiger Kerl. Ich erinnere mich nur an Teil 1. Was war Teil 1 nochmal, Baby? Otto, der Film halt. Ja, aber was war da? Na, das ist da, wo er aus Ostfriesland abhaut und halt in der Stadt landet. Ah, stimmt. Mit stimmt, Schwarz-Braun ist die Haselnuss und genau, so. Genau, mit genau. Mit der Heino-Verarschung. Genau. Wo in New York? Nee, aber das war auch der dritte Heino-Verarschung mit den Zwergen, all die Zwergen. Nee, Teil 1, glaub mir. Das ist Schwarz-Braun ist die Haselnuss. Ich glaube, Teil 3 ist Amerika. Wo sind die all die Zwerge? Dritter oder Zweiter? Das weiß ich nicht mehr. Ich kann mich nur an Teil 1 richtig erinnern. Ich weiß, dass er da bei Teil 3 in Amerika landet und da liegt ein Haufen Dollars auf dem Boden, nimmt es, behält das Gummi und wirft das Geld weg. So. Ach stimmt, der ist bei Teil 3, fängt es doch an, der ist in einer Kloschüssel im Meer, ne? Das ist so Ende Teil 1. Ja. Und der kann ja kein Englisch und hat so ein Wörterbuch dabei. Ah, ja. Und da tritt ein Typ gegen sein Auto und sagt, shit, fucking car. Und der guckt, shit, fucking car. Schönes funkelndes Auto. Er geht sich doch einmal so ein, was? Für Otto. Breit und stark in 3 Monaten. Ich brauche breit und stark in 2 Minuten. Top-Film, ja. Ja, Mann. Ich bin nicht hinterhergekommen, sorry. Es gab auch die Dings hier, Thomas und die andere Nase waren auch voll berühmt damals. Die Supernase. Die Supernasen. Ja, mit den Mike Krüger. Ja. Genau. Sind die nicht auch Trabi gefahren? Nee. Was haben die gemacht nochmal, die Supernasen? Die Supernasen, die Filme wie der Superstau und so, oder? Ja, genau. Genau. Und da muss ich echt sagen. Was war mit diesem Trabi? Da war doch noch ein Go, Trabi, Go. Bisschen neuer. Aber was ich sagen wollte. Wir haben ja den Abu Langwitz hier schon mal eingeladen, das ist jetzt unser Klickerrand immer, mein großer Bruder. Und der Name Commander kommt von dem Film Der Superstau, Belasch, dass du es mal weißt, History. So, Abu Langwitz hast du erfunden, wir haben letztens gesagt, auch wer jetzt erst war. Mhm. Aber da sagt ja eine Art so, Vorsicht, nicht mit dem Commander. Genau. Oh Freund, ich werde oft gefragt, ob ich Cardio mache.
Natürlich. Und wenn ich Cardio mache, brauche ich einen Fallschirm zum Bremsen. Und wenn es euch genauso ergehen soll, da unten ist der Rabattcode für die besten Supplements im ganzen Universum. Zeg Plus. Ich dachte, das war New Kids oder so. Ich mag diese ganzen Trash-Filme voll, die 80er. New Kids? Na, nur kurz, New Kids fand ich ganz krass. Das ist ganz krass. Das liebe ich. Ich liebe das. Langford ist MV ist auch wie Langford. Das ist eine Mischung aus New Kids und Menace. Das ist Langwitz ist das eine Mischung aus... Ja, safe. Also da sind so viel kaputte und die ist halt auch eine Mischung aus Fremdscham, so Atzen-Style, wie Atze-Jope mit AK. Hm. Atze-Jope mit AK. Ja. Das ist ein guter Vergleich, auf jeden Fall. New Kids ist krass. Atze-Jope war witzig, der war der erste New Kid aus Deutschland. Ja, das stimmt. Atze-Jope. Ey, das war so krass. Ich habe doch Atze-Jope 2 Jahre jetzt... Wir hatten noch den Bassbox-Chat. Ich sag dir jetzt, geile Atze-Jope-Anekdote. BH kramt auch, ich habe letztens ein geiles Interview von B gesehen. Da hast du ja die Schlangengeschichte nochmal ausgegraben. Ja, mit dem SEK-Einsatz da oder was, ja. Genau, da dachte Jope, sein Arzt hat das SEK gekniffen. Und genau, wir hatten so einen Bassbox-Chat, weil Akte war so ein gut Mensch und so naiv und dachte, er kann einen Bassbox-Track machen. Und der Bassbox-Chat, die ganze Zeit leuchtete es grün und es wurde alles besprochen, außer der Track kam nicht zustande. Und natürlich war auch Jope ab und zu drin. Und ich wollte ihn dann schon nötigen, dass er hier im Real Talk mal kommt oder auch mal einen Track macht. Und dann habe ich ihn das zweite Mal angesprochen. Auf einmal kam so ein Foto mit so einem Ficker. Da steht so, Rap hat mir nie was gebracht. Das war so cool. Das war das lustigste Bild, was ich je gesehen habe. Aber was macht er denn jetzt? Er will nicht mit Rap was zu tun haben. Rap hat nie was gebracht. Okay, aber was macht der jetzt? Ich denke mal, wie immer. Er sitzt auf einer Couch, hat gute Laune. Und wenn er wieder, wenn ihm kalt ist und er gut schwimmen spielen will, geht er in den Knast wieder freiwillig rein. Er war älter als ich. Und er war Abi so, obwohl er... Wie alt ist der jetzt? Ich hoffe, er war alt, als ich jung war. 73er Baujahr ist er so. Ja. Und da damals. Ich kam immer super klar mit Atze Jope. Ey, guck mal, ich musste mit 17 so jung, für mich, es war ein Ferienlager, aber für mich war das immer so voll, kennt ihr Bela, bei mir kann sich ja vorstellen, voll dramatisch, oh nein, der Homie muss jetzt rein. Und dann, Jope ging in den Knast und ich war voll traurig, hab mich davor mit ihm getroffen, er hatte voll gute Laune, dann sagt er, da drin gibt's besseres Peppen und die spielen alle Schwimmen, sagt er. Jope, ich liebe dich. Das ist kein Disrespekt, sowas ist Liebe. Digga, hattest du irgendeine Verbindung mit den Bassbox-Jungs, außer die Royal Bunker-Anfangszeiten, wo man sich so kennengelernt hat und so weiter? So zur Agro-Berlin-Zeit war alles so ein bisschen Lager mehr, kann ich mich erinnern, ne? Ja, man hat sich eher auf Jams getroffen. Ja. Also so in Berlin, so diese Berliner Jams oder auch außerhalb hat man Bassbox immer mitgekriegt. Ich war auch ab und zu auf diesen Jams, aber halt nicht in dieser Clique, die da zu 100 in einer ganzen S-Bahn die S-Bahn auseinandergenommen hat. Ja, das waren die älteren Zeiten. Sondern ich habe das halt auch mitgekriegt, als auch Berliner, aber nicht einer von denen. Ich weiß, mit wem hast du denn am meisten zu tun? Kannst du dich erinnern? Noch bevor alle so ein bisschen geplatzt waren nur ist? Im Norden die ganze Zeit. Nur im Norden. Der Norden von Bassbox waren Fork und Dan, wenn dann überhaupt. Ja. Ne? Genau. Und Zinan, der immer sehr oft vergessen wird. Der hatte halt die Power reingebracht. Frost, was viele verwechseln mit 187, Frost, ja. Du weißt, oder Zinan. Ja, ja. Also lustig, wegen Frost. Fork und so. Fork, ja, genau. Fork habe ich letztens nach Jahren auf der Straße getroffen. Vollkommen bei sich, sah gut aus. Aber riesig Kinderwagen groß. Geschoben. Mit dem Schäferhund auf die Schulter. Aber gerne mal Fork eingeben bei YouTube und mal sowas gucken von denen. Fork hat das beste Album, Freunde, Horst Schweinebeck. Er hat mit einem Headset ein Album aufgenommen. Es ist großartig. Bitte, Real Talk-Fans, Patreons, NMK-Fans, Sido-Fans, Belash-Fans, Boogie-Fans. Das lustigste Entertainment ist es ist Wahnsinn. Es ist mit einem Headset aufgenommen. Es heißt Horst Schweinebeck. Das Intro fängt an, dass die Familie den alten Rentner Horst Schweinebeck ins Altersheim abschiebt. Und er lässt da die Sau raus. Und er willst du an mein Konto ran oder Sex mit deinem alten Mann? Und da ist ja auch Fork, jeder kennt es, Fork hat da auch ein Female MC. Der beste rappende MC, der jemals auf ein Tape gerappt hat, ist ein Mann, das ist Fork. Crazy. Fork hat so einen Krankenschwester-Flow. Als ich das erste Mal dich im Altersheim sah und so, ey, und das weiß ich. Das war auch ganz schön, dass ich welche Augen zugemacht hätte, als du das, machen wir nochmal. Ja, als ich das erste Mal sah, da war mir gar nicht so klar. Bruder, so Fork, ey, das ist so hässlich. Fork macht so oft sowas und der kann dieses Horst Schweinebeck Album hat so einen Humorfaktor, es ist so lustig. Digga, du kannst dich doch an Chat aus erinnern, bestimmt, oder? Ja. Ist so wie sowas wie ist dieses hier. Chat Roulette, ja genau, ja. Genau. Aber das am Telefon. Am Telefon. Ja, na klar. Ja. In Berlin Zeit damals und hier, da war doch auch Kiss FM Moderator, der eine Atze, dieser eine Bekannte, der mit Dirty Dani, die hatten so eine Sendung. Egal, Cäsar.
Ja, ja. Zicke die Zacke, die Cäsar. Richtig. Na ja, klar. Ja, der hat auch eine Zeit lang dieses Chathaus moderiert, Alter. Und da haben die verrücktesten Leute auch angerufen. Was heißt moderieren? Na, es gab im Fernsehen gab es Chathaus eine Zeit lang wirklich von denen präsentiert. Als Fernsehen? Im Fernsehen, okay. Digga. Das ging nicht lange gut, wie du dir vorstellen kannst. Und da kann ich mich noch genau dran erinnern, Fork war so ein extremer Schreck da drin. Weil er konnte diese Frauenstimme so zur Perfektion, also das, was er gerade gemacht hat, ist wirklich nichts dagegen. Ja, jeder ist drauf reingefallen, jeder. Und er hatte mal Dates ausgehandelt mit den Dudes da drin, die dann irgendwo zu einem Bahnhof gegangen sind und die wartet haben die ganze Zeit. Ey, das war so realistisch, Fork kann die krasseste Frauenstimme machen, die ich je gehört habe. Fork ist ja mit Loriot verwandt, das wisst ihr, wa? Das ist ja klar auch, das stimmt ja wirklich. Stimmt, vom Bühne. Also White Trash, fucking Girl in the Ass, also als Adel. Und Fork hat einfach so einen Humorfaktor, der hat schon so oft, der hat ja bei Bassbox immer diese ganzen Sachen Türklinke heiß machen oder einer muss ganz schnell auf Klo vorher sprüht Fork als mit CS-Gas ein. Boah, die legendäre Party, wo wir für Boogie Live noch über Patreon den Fan getroffen haben, der meint, ihr habt mal meine Party gesprengt. Er sagt so ein Arzt zu Fork, hier, das Bild ist von meinem Vater, das teuerste Gemälde, was es gibt. Fork so, oh, das? So Messer. Kaputter Kerl. Kaputter, aber lustig. Auf der letzten Bassbox-Party, wo ich war, da war Echo auch mit dabei. Digga, Alter, irgendwann sagt einer mitten in Kreuzberg, die Bullen sind draußen. Dann hast du erstmal gesehen, wie erstmal 25 Atzen, erstmal so ein Spiegel, der so groß war wie dieser Tisch, kein Spaß, mit Metallumrandung, erstmal in die Badewanne zum Schrumpen gebracht haben. Jeder versteckt irgendwas immer hinterm Fenster. Und wir denken uns, Alter, wo sind wir hier gelandet, Digga? Mr. Gold, Alter. 5 Millionen Streams, ne? Zurzeit, immer noch? Bist du immer noch der Anführer dieser ganzen Gang? Also, das entscheidet sich von Monat zu Monat und ich bin das so alle 2 Monate mal wieder, ja. Das ist crazy, Alter. Also, so, man muss schon sagen, du hast eine extreme Beständigkeit, was so auf der Spitze der Pyramide rumhängen geht, so. Also, da bist du gut drin. Ja. Ja. Ja, aber letztes Mal schon so ein bisschen angerissen, dass auch deine Features, weise gewählt sind und auch teilweise auch sehr vorausschauend. Also Leute, die dann später dann extrem Afti explodieren, so. Ist auch ein guter Riecher. Guter Riecher, auf jeden Fall. Ja. Da ist ja auch, ist Bozza erfolgreich? So erfolgreich, dass du sagst, wir sind zufrieden? Es gibt Leute, die sind erfolgreicher, aber nicht so bekannt. Das, woran wir gerade am allermeisten arbeiten, ist halt Bekanntheit schaffen. Erstmal. Ne? Den Typ zu einem Typen machen, damit nicht nur seine Musik bekannt ist, sondern dass man halt auch den Typen hinter der Musik kennt. Das ist ganz, ganz wichtig. Vielleicht den Joint verschlucken. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt viele halt, die erfolgreicher sind, was zahlenmäßig angeht, aber die kennt man halt nicht. Man weiß wahrscheinlich nicht mal, dass der Song von dem und dem ist. Ach, du meinst die Shisha-Kaffee-Generation? Genau. So ja. 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 Aber wenn du sagst, es ist wichtig, dass man die Person hinter der Musik kennt, spielt es so ein bisschen gegen manche Strömungen zurzeit, dass zum Beispiel Newcomer nicht in Interviews gehen? Ja, spricht dagegen. Ja, aber das ist nicht eure Philosophie. Nee. Das, zumindest wenn nicht in Interviews, dann muss es irgendeine gute Plattform geben, wo man diese platten Fragen, die man so kriegt in den großen Medien und so, wo man die umgeht halt einfach. Ne? Verstehe. Aber es gibt nicht viel. Ja, gibt kannst du zu uns schicken. Ist herzlich eingeladen. Zu euch, aber in erster Linie würde ich immer raten, das irgendwie selber zu machen auf den eigenen Wegen. Social Media. Auf den eigenen Portalen, genau. Bozza war mal bei mir, hat ein Interview gemacht. Top Mann. Ja, das ist super. Das ist super. Ist das das einzige Signing? Nein. Wer ist da noch bei Def Jam gerade? Ich komme mit denen dann her. Geil. Also ist noch nicht bekannt. Nee, wir brauchen Substanz, um an den Start zu gehen. Brauchen wir erstmal ein bisschen Substanz. Und daran arbeiten wir gerade. Und davor brauche ich nicht drüber sprechen. Verstehe. STK noch bei dir, Ziggy? STK auch noch dabei? Nee. Oh. Der war auch auf einem anderen Label. Ach, okay. Ja. Ich hab noch ein anderes Label und da war STK drauf. Ja, mittlerweile habe ich hauptsächlich Def Jam. Aber wie ernst nimmst du diese Label-Sache und vor allem hast du Zeit genug? Diese Label-Sache, also dieses Daily Business, darum kümmere ich mich nicht. Ich entscheide manche Sachen mit, die wichtig sind. In erster Linie bin ich fürs Kreative mit da. Und für A&Ring, also Scouting. Scouting. Ja, genau. Ja. Nicht aber dieses klassische A&Ring, Scouting. Ja, also dieses Tagesgeschäft, dafür hast du mit Sicherheit keine Zeit. Aber bist du tief genug involviert in Kreativprozesse? Ja, sehr tief.
Da hast du auch das letzte Wort? Nö, das letzte Wort will ich gar nicht haben. Also ist so eine Zusammenarbeit? Nee, was das letzte Wort angeht, halte ich mich raus. Das letzte Wort hat immer der Künstler. Wirklich? Ja. Cool. Ist auch, was ist, wenn das mal so, ich weiß nicht, ob es passiert ist, aber wenn der Künstler... Es ist passiert, ich habe diskutiert. Ja. Ich habe gesagt, nee, komplett so, ich würde es so nicht machen. Ja. Und dann wurde mir gesagt, doch, aber ich will das so, dann sage ich, okay. Und gibt es eine Bilanz, wer recht hatte, quasi? Hm. Ja? Ja, gibt's. Ja. Okay. Gibt's die Sigi, bestimmt die todesdumme Frage. Ja. Aber gibt es Def Jam Amerika noch? Klar, dass das... Ja, ja, klar. Also ja. Ja, Frankreich gibt es auch. Okay, cool. England damals das größte Label, eigentlich alle Platten, LL Cool J, Public Enemy, waren alle bei Def Jam. Ja, hat sogar mal den Def Jam Sampler, jetzt frage ich dich. Die haben immer noch die Hochkaräter in den Staaten. Aber der Bruder ist raus. Also der Gründer, soweit ich weiß, Russell Simmons ist raus, ne? Der ist zurückgetreten. Ja, das da gab's Paul Rowe. Da gab es eine schlimme Geschichte. Ja, da gab es so Kindesmissbrauch und so weiter, Vorwürfe, da hat er sich zurückgezogen aus der Nummer. Ist auch eine ganz komische Sache, die in Amerika abgeht. Da gibt es auch mehrere Sachen. Jetzt, wo 50 Cent Happy Birthday Afrika Bambaataa gepostet hat, hat er einen miesen Shitstorm bekommen. Ja, bei Afrika Bambaataa haben wir auch gehört, ja. Da gibt es auf jeden Fall so hinter den Kulissen ganz viel Zeug. Aber das sag ich ja, BF. Snoop Dogg hat jetzt Death Row gekauft. Jetzt, also ich weiß nicht, ob er gekauft hat. Oder ja, doch, muss er gekauft haben. Ich habe ein Video, ein neues Death Row-Video gesehen mit Death, glaube ich, mit Death. Ja. Ne, Death Dillinger hat gesagt, dass da ein neues Dog Pound-Album rauskommt. Ja. Die nennen es sogar Dog Food 2, glaube ich. Gib dir mal das Death-Collabo-Album mit Capone. Das ist so ein Traum. QB New York-Album. Okay, kenn ich richtig gar nicht. Geil. Aber was die drüben in Amerika, die sind sehr, sehr nostalgisch zurzeit, weil die das Streaming-Verhalten der Konsumenten hat sich natürlich extrem verlagert in Richtung altes Zeug so. Mittlerweile macht 75% des Streamings nur alter Stuff aus und die Top 200 der aktuellen Musik sind nur 5% gestreamt. Bruno Mars und so machen nicht ohne Grund Retro-Mucke, weil die Sachen von früher, die sind einfach erfolgreicher. So. Das sind crazy Zeiten. Sagen wir immer hier im Podcast. Nicht, ich weiß das alles gar nicht. Ja, das ist so. Ich kümmere mich um sowas null. Ja, wir haben bemerkt. Für alle meine Künstler nicht, ist das nicht eine Sache, die für, das ist nicht meine Aufgabe in diesem Konstrukt. Ist das nicht. Und für mich selber habe ich diese Aufgabe auch nicht. Aber es juckt dich auch gar nicht, ne? Das ist nicht so dein Interessensbereich. Nein. Also ich finde das halt immer sehr interessant. Ich analysiere gerne. So, und dann gucke ich halt, wie es da drüben abläuft und warum, wie, was und so. Das sind aber auch dann die Leute, die dann wahrscheinlich mehr diese BWL-A&Rs. So. Ich habe auch gehört, dass Streaming zurückgeht und irgendwie wurde versucht, mir das zu erklären, warum gerade bei Hip-Hop-Streaming gerade so zurückgeht. Aber ist irgendwie dann da rein, da raus, weil es für mich nicht wichtig ist zu wissen, warum das so ist und dass das so ist. Das Worauf legst du denn Wert? Was sind denn deine... Auf die Mucke. Ja. Auf Mucke. Also die pure Essenz, das Schreiben, die Beats. Ja. Rappen, fertig. Ja, das Feeling. Ja. Das ist das, was ich so von der neuen Generation mir noch dazu gelernt habe zu mir, ist, das ist so dieser Vibe, dieses Vibe. Ja, Feeling und so. Ne? Ist auch wichtig, ist auch gut. Ja. Und es gibt eine Sache, heutzutage können Computer alles. Ja, Mann. Ne, jeden Ton machen, aber der Computer kann eine Sache nicht, und das ist das Gefühl. Absolut. Dieser Vibe. Absolut. Schön gesagt. Absolut. Ne? Ich habe gestern was gepostet gehabt, zu dem jetzt, was du gerade gesagt hast, natürlich extra ultra passend. Ich wusste auch nicht, dass das ein Zitat ist von Freddie Mercury, aber da ist: There will be a time when technology becomes so advanced that we'll rely on it to make music rather than talent. Music will lose its soul. Freddie Mercury. Ja. Also wenn die Technologie halt so, für die Leute, die das Englisch nicht so extrem mächtig sind, wenn die Technologie so weit fortgeschritten ist, wie es wahrscheinlich heute der Fall ist, dann verlassen wir uns auf die Technologie anstatt dem Talent und die Musik wird die Seele verlieren. Das ist ein sehr, sehr tiefes Statement, Alter. Wobei ich sagen muss, ich bin nicht zu 100% natürlich auch gegen Technologie. Wird das schon? Aber, ja. Und ich finde das schlimmste Dilemma, was die heute sagen, dass Musik, Texte, Aussagen nicht wichtig sind. Also das finde ich auch ganz schlimm, dass Texte nicht zählen. Das ist für mich ganz wichtig. Ihr beide seid MCs. Also Inhalt meinst du? Ihr seid beide MCs, wo ich Tracks pumpe, privat, Real Talk. Und da geht es auch immer ganz wichtig über den Inhalt, die Botschaft, die man rüberbringt. Weil ich sage auch immer, das Buch kann am besten, das kann so anspruchsvoll geschrieben sein, wenn mich der Inhalt nicht triggert, also nicht catcht, dann scheiße ich aufs Buch, wenn ich lesen könnte. Ich gucke nur Pornos, aber bei Mucke meine ich natürlich. Ja, ich, voll wichtig, Inhalt. Ich sag, versuche immer so ehrlich mit mir und auch allen anderen zu sein. Ich sag, eigentlich bin ich kein Musiker. Ich bin Texter. Ich kann keine Note, ich kann ein bisschen
Drum und so weiter. Aber was ich kann, ist halt Texte schreiben und Bilder im Kopf machen bei den Leuten. Und ja, das ist das, was ich kann. Nicht wirklich Musiker. Musiker sind die, die halt die Musik machen. Wer ich bin halt Musiker? Der einen Text macht. Ich bin auch, ich bezeichne mich selber auch als einen sehr niederrangigen Musiker, weil ich bin ganz ehrlich, ich kann ein bisschen Klavier spielen, okay, alles klar. Ich kann gerade mal so den Quintenzirkel, aber jetzt, wenn es jetzt um extreme Chord Progressions geht, so wie manche, es gibt ja so Leute, so die hören einen Song und dann nehmen sie die Gitarre und spielen gleich mit, weil die schon alles raushören, so. Die sind Hardcore, Bruder. Also, wir wollen jetzt nicht das über. Das sind Musiker. Ja, das sind richtige Musiker, so Elite, so wie Prince, so, weißt du, fünf, so wie Helge Schneider, mehrere Instrumente auf Elite-Level spielen, Bruder. Respekt. Von mir aus ein Instrument. Noten lesen können ist schon geil. Also das macht dich schon mehr zum Musiker als mich. Ich kann das nicht. Ja, aber ich meine, guck mal, auf der anderen Seite als elitärer Texter und Rapper bedienst du das, was du verkörperst nach außen halt auch auf einem hohen Level. Und ich finde es dann auch in Ordnung, wenn man sagt, dass man die anderen Sachen halt nicht kann, muss ja auch gar nicht. Ich meine, für das, was du machst, ist Notenlesen einfach gar nicht nötig. So. Nee. Braucht man nicht. Nee. Ich hab ein Gehör, ich traue mir zu, ein gutes Musikverständnis zu haben durch meine Ohren. Aber ich könnte es nicht definieren in Noten oder sonst irgendwas halt. Ne? Und ich sag, aufschreiben in Noten oder so. Schreiben kann ich Texte. Genau. Und 10, 20 goldene Platten lügen nicht. Oh. Ein paar mehr. Ey, Sido, ich muss was sagen. Ich kann auch einen goldenen Vertrag. Ja. Sehr schön. Würdest du sagen, Algorithmen sind ein Problem? Was meinst du? So ein Algorithmus, sowas, so die Erfindung, sowas ist eigentlich ein Problem, weil es dir die Seele nimmt? Nein, Mann, auf gar keinen Fall. Also ich bin voll auf Technologieseite, ja? Aber ich glaube, das ist halt so, es gibt halt so Zeiten, wo das eine das andere ersetzt, bis beide zusammen sich verschmelzen. So, im Optimalfall. Also wenn man die Technologie von heute und die Vorteile dieser Digitalisierung nutzt, für das Richtige, sag ich mal, dann ist es cool. Aber wenn man sich komplett nur darauf verlässt, dann verliert man die andere Seite. Ich kenne auch sehr wissenschaftliche Musiker, die ich selber gar nicht fühle. Ja, aber ich meine damit, die wird ja das Entscheiden abgenommen durch sowas. Also, weil der Algorithmus rausgefunden hat, dass das ja sowieso dein Weg ist, weil dafür hast du dich jetzt die letzte Zeit interessiert und was auch immer, ne? Und dann hast du nicht wirklich selber entschieden, dieses Tool zu benutzen. Wenn du aber die Entscheidung selber treffen kannst, dann ist das immer noch selber kreativ, dann bist du immer noch selber kreativ, dann hat der Algorithmus dir nicht die Seele genommen. Aber ich habe trotzdem ein bisschen Angst vor irgendwas, was dir die Entscheidung nimmt. Meinst du das in Bezug auf Musik? Könntest dich morgen oder? Auch trotzdem noch anders entscheiden, als du dich gestern noch entschieden hast. Aber der Algorithmus sagt halt, nee, du hast dich gestern so entschieden, das ist halt dein Weg hier. Was meint ihr? Und Leute werden vertrauen zu sehr darauf. Und das ist, ich muss nicht sein. Was meint ihr mit Algorithmus? Nein, naja, hat nichts mit Musik zu tun. Deswegen kommt so ein Ding. Wenn ich das richtig verstanden habe, meinst du damit nicht in Richtung Musik, sondern halt sowas wie zum Beispiel Social Media. Oder halt, es werden ja Statistiken gesammelt, Leute geben ja ihre Vorlieben preis und dadurch wird halt natürlich im Hintergrund errechnet und ein gewisser Weg wird vorgegeben. Das ist so wie personalisierte Werbung. Wenn du jetzt irgendwo raufgehst und du suchst öfters nach Couches, dann wird dir bei Instagram dann irgendwo ein Couchhändler vorgeschlagen. So. Weißt du, was ich meine? So? Das ist halt, glaube ich, so das Ding, so, wo das sich hinbewegt halt, ne? Ja, also es wird dir die Entscheidung genommen, weil der Computer gesehen hat, du hast dich dafür die ganze Zeit interessiert. Ja, genau. Ja. Also, na klar, das beeinflusst auf jeden Fall Leute in eine gewisse Art und Weise. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Aber ja, gut, also ich bin kein großer Fan davon, ehrlich gesagt. Von. Nee, keine Ahnung. Ja, nee. Ich bin kein Fan davon, wenn man diktiert bekommt, was man zu tun hat, genau. Und wie man denken soll. Und richtig. So. Das ist nicht richtig, aber es passiert halt sehr oft. Da bin ich absolut deiner Meinung. Das ist auf jeden Fall ein Problem heutzutage, ja. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Sie weiß noch, mit den Vierspur-Rekordern, ja auch. Ja. Sie war so krass. Hast du mal mit einem Vierspurer aufgenommen? Nein, ich bin ein bisschen später eingestiegen. Ah. Bisschen mit Minidisc? Oder Harddisk? Ja, dann schon ein PC, ja. Ah, PC schon, ja, okay. Ja. Die ersten Bassbox-Sachen hatte ich MDs, ja. Und Minidisc. Ja, oder später als Machtanzug. Die ersten Bassbox-Sachen waren ja die Tapes, die wir bei Arzt aufgenommen haben. Ich meine, die neueren Sachen schon letzten Loch, die kamen mal als MD. Und, aber das ist nicht so weit voneinander entfernt. Nee, was du redest, ist vielleicht 97, was ich meine, ist 2001. Genau, 97. Die Leute denken allerdings 10 Jahre dazwischen. So. Nee. Um den Leuten es zu erklären. Nee, und auch von diesem Tape zu dieser Minidisc ging das zu schnell. Wir haben so lange gespart auf dieses Tape-Ding und 3 Monate später kommt dieses Minidisc-Ding raus. Ne? Ja, und die Generation vorher, die hatte ja nicht mal Tape-Mape, sondern da warst du entweder gesigned oder nicht. Ja. War auch krass. Und dann hast du auch so diese großen, dicken Bänder noch. Da hast du richtig Tape gehabt. Ja, ja. So.
Desu hat viel noch so aufgenommen. Ja, der hat sowas gehabt. Ich war bei Desu im Studio damals, die ganzen goldenen Platten, bei DJ Rocky und so. Und dann waren auch noch, glaube ich, dazu immer die Bänder. Ja, die, klar, musste man früher benutzen, da ging es gar nicht anders. War so riesen Platzaufwand. Und ich habe letztens. Also für die Vocals und so, ne? Den Beat konnte man vorher schon auf Computer. Ganz kurz, ich habe gesagt, letztens zum Kumpel, hätte mir damals auf dem Schulhof einer gesagt, so ein Kumpel wie Tito Abelage, Boogie, ich habe alle Rap-Alben. Ich hätte so gerechnet, jetzt kommt gleich ein riesiger Container mit 8000 Kilo Vinyl. Da hast du alles hier drin, das ist schon verrückt. Mhm. Und damals halt mit den Vierspurern musste man als Kinder immer durchrappen. Halt immer durchrappen, dann Pause. Tot lustig. Ja. Und die Atmosphäre waren auf Arz hatte richtig so einen kleinen, so einen Fliesentisch, so einen kultigen Fliesentisch. Und dann waren wir mal da, ein paar von uns mussten bei Taktlos die Wohnung streichen. Hat der letzte Teite befohlen, dass wir seinen Vierspurer uns ausleihen können. Und wir waren letztens, hat Arzt ein Studio gemietet, da waren wir mit Mach, weil es gibt ja noch das erste MC Boogie Tape, das Lost Tape, dann gibt es noch von Arzt Lost Tapes, die müssen so hart sein, ich kenne ein paar Lieder. Und die sind verschollen, jetzt sind die aufgetaucht und letztes Mal hat uns nur ein Teil gefehlt, dass wir dieses Tape mal hören können. Ich glaube, da schlag er mir sehr. Der Arzt hat doch alles rausgesucht vor kurzem, habe ich mitgekriegt. Ja, da waren wir auch. Alles hatte schon geklappt und dann war ein ganz kleines Teil, was fehlte. Erstmal vielen Dank an den Murat, glaube ich, der hat dann unser Studio nicht berechnet. Und du warst auch mal wieder in den Kameradenweg-Chat. T-Shirt und Jeans. Habt ihr rasiert, Baby. Yes, make Hip-Hop great again. Auf welchem Platz waren wir? Welcher Platz waren wir? Say I'm your number one. Ja. Große Ehre, Digga. Ja, Mann, das ist geil, aber dass ihr kollaboriert auch miteinander. So. Ja, war geil, dass er mich auch für den Song gefragt hat. Ja. War geil. Den gibt es auf mein Agro-Album, ist der auch drauf. Ein Remix von mir, T-Shirt und Jeans. Grüße an Frauenarzt. Ja, Grüße an Arzt, King Arzt, Dio. Ja, Mann. Ja, das ist cool. Cool, dass da noch so eine Verbindung besteht, auch so ein bisschen zur Bodenständigkeit halt. So. Ich habe bei dir das Gefühl, dass es so ist. Ich habe bei Arzt das Gefühl, dass es so ist. Ja, voll. Ne. Mit ihm habe ich relativ viel Kontakt, mit dir nicht so viel, aber ich denke mal, ich bin ein guter Menschenkenner. So. Es gibt halt Leute, so, die sind halt so ein bisschen, man verlässt sein Gewässer irgendwann. So. Weißt du, was ich meine? Jetzt gar nicht abwertend gemeint. Aber. Ja, oder man wird so, wie man den Leuten vormacht, dass man eigentlich, dass man ist und so wird man immer mehr. Und man, ja. Also der Stempel wird von der Öffentlichkeit, je erfolgreicher man wird, desto mehr Leute glauben das dann am Ende und dann bist du irgendwann so. Glaube ich. Also das ist das, was die dann so unsympathisch macht. Oft ist das wahrscheinlich aber auch so eine so ein Selbstschutz, weil die eigentlich das alles zu viel finden, glaube ich auch. Habe ich auch das Gefühl. Mhm. So eine Schale. Ja, genau. Also so Schutz. Ja, genau. Also hast ja gesagt Selbstschutz, aber es erinnert mich halt an die Zeit, wo man ein bisschen jünger war. Jeder ist ein bisschen anders aufgewachsen, aber wenn du hier durch Kreuzberg gelaufen bist, musstest du dir irgendwann so eine Schale auch so ein bisschen antrainieren, damit nicht jeder irgendwie auf dir rumhackt. So, ja, ja. Weißt du so? Sowas, ja genau sowas ist das auch. Ja. Ja. Und das ist dann aber, ja, du wirst, also viele Leute, die man so arrogant und Arschloch findet, weil sie berühmt dann sind, ich glaube viele von denen, die schützen sich lieber vor diesen anderen Menschen, vor dem, was sie denken könnten über einen und so weiter, indem sie die gar nicht an die ranlassen. Mit so einem mit einer abweisenden Art. Manche werden sogar eklig. Ja, manche werden auch ein bisschen überheblich. Aber es gibt halt auch viele von meinen Kollegen, die baden in diesem Erfolg so mit Freude. So, die posten immer, wo die sind, damit bloß Leute vorm Hotel stehen dann und so weiter. Das gibt es halt auch. Aber das, Groupies, ja. Groupies? Ja. Nee, einfach so, dass da Leute sind mit ihren Büchern und so auf die Schulter klopfen. Hey, Mann, die Anerkennung. Ja, genau. Ich habe ja das Gefühl, als wenn das so ein bisschen daran liegt, dass man als Kind keine bekommen hat. So meine Theorie. Da, wo wir Backlaue bekommen, bekommen die anderen Stiche. Da, wo die anderen gebucht werden, bekommen wir Sicherheitsverwahrung. Mein Kumpel war. Da, wo... Warte mal. Da, wo wir Backlaue bekommen, bekommen die Stiche. Da, wo sie die anderen buchen, bekommen wir Sicherheitsverwahrung. Sido, ich liebe dich. Wenn wir eine Lady haben... Streichelt die vier Eier. Es kommt auch drauf an, glaube ich, so ein bisschen, in welchen Sphären man sich bewegt halt. Ne? Also ab einem gewissen Punkt ist es überhaupt möglich, normal zu sein. Ich meine, du, wenn aus der Rapperwelt und so weiter, bist du schon einer, der auf der Spitze der Pyramide steht, wie gesagt. Und Michael Jackson bist du aber trotzdem nicht. Ist Pyramide böse gemeint, wenn du das sagst? Ja, Pyramide ist dreieckig und kommt aus Ägypten. Also jetzt erstmal so. Ich meine einfach nur an der Spitze.
Okay. Ganz weit oben. Also wenn die Pyramide selber, wenn die analysiert werden würde, wärst du nicht das Auge, sondern noch die Stufe davor, bevor die Lücke kommt. So. Weißt du, was ich meine? So? Ja, irgendwo da so eine Ritze. Da. Ja, ja, so, guck, so, in dem Bereich. Aber was ich meine, ist einfach nur in Bezug auf Erfolg. Ich meine, so Michael Jackson, der hat sich mal irgendwie einen Supermarkt abriegeln lassen, damit er mal einkauft. Damit er weiß, wie es sich anfühlt. Keiner hier in Deutschland wird, denke ich mal, so diesen Bereich erklimmen, so, weißt du? Aber man kann trotzdem, denke ich mal, erfolgreich genug sein, so dass man nicht mehr in der Öffentlichkeit sich frei bewegen kann, so. Weißt du, was ich meine? Das hast du wahrscheinlich auch schon. Da bin ich. Ja. Und wie läuft's, wenn du in so einem Burgerladen abhängst? Ja, abhängen geht da nicht. Also, ich muss mich darauf gefasst machen, dass das jetzt nicht besonders entspannt wird, dass ich Fotos machen würde. Auch da zumindest diese Blicke alleine, dieser Doppelblick, der macht alles schon super unentspannt. Also du bist auch scheu, ne? So ein bisschen, oder? Ob ich scheu bin? So ein bisschen, kommt mir so vor. Du bist jetzt nicht derjenige, der gerne in der Öffentlichkeit badet. So. Nein, so eine Traube drum ich wäre gerne einer wie die alle. Ich würde gerne mit untergehen wie alle. Das würde ich gut finden. Aber da gibt es genug Orte noch auf der Welt, außer Berlin, glaube ich, wo das geht. Gibt es ja, Finnland. Finnland, Digga. Du kommst aus Finnland. Es ist schon trotzdem so, auch wenn ich irgendwo im Ausland bin, besonders im Sommer, da sind auch überall halt Leute, die mich kennen. Und wenn es nur einer ist, ich sehe durch die Menge durch, sehe ich diesen einen Menschen, der schon von Weitem so diesen Blick macht. Und also ich habe immer dieses ich bin immer so grundwachsam, was genau das betrifft, egal wo ich bin. Und ich glaube, das würde so schnell auch nicht abnehmen, egal wo ich hingehe. Ich habe noch eine Frage, Sie. Ich kriege das ja, ich mache auch manchmal am Tag 30 Selfies. Und bei mir ist immer so, aber alles 99,9,9 Periode positiv. Bei dir machst du 1 Million Selfies an manchen Tagen safe. Ich kenne dich auch nicht seit gestern, verfolge alles. Nein, mir geht es halt nicht um die Selfies und so. Mir geht es um dieses anders behandelt sein. Ja, ich habe mal eine Frage. Ist immer negativ oder ist auch mal negativ manchmal? Oder ist auch immer positiv? Das war früher mal ab und zu ein bisschen aber negativ. Auch mittlerweile positiv, nein. Alle freuen sich und so. Genau. Das wollte ich wissen. Aber darum geht's auch gar nicht. Ich werde nicht schlecht behandelt oder so. Ich werde halt anders behandelt. Ja. Und das finde ich komisch. Dieses anders behandelt werden ist auch manchmal nicht nur im Bereich wahrscheinlich, ey, lass mal ein Foto machen oder sowas, sondern halt einfach so, dass man sich verstellt quasi auch dann deiner Person gegenüber. Ne? Es kommt ja nicht nur darauf an, auch wie du behandelt wirst, sondern auch wie die sich dir gegenüber benehmen, die Leute dann so. Ja, so. Die haben ja einen großen Vorteil, die kennen mich. Also wenn die Fans von mir sind, wissen die viel über mich. Mhm. Ich weiß nicht mehr den Namen von meinem Gegenüber. Voll gut gesagt. Das ist eine super unangenehme Situation für mich. Also dieses sehr, sehr weit unter demjenigen jetzt stehen und das wird auch voll ausgenutzt dann oft. Mhm. Oft kommen die so zu mir und umarmen mich einfach ungefragt mit ihrem Handy und weil sie halt denken, das kann man mit Sido machen, das ist halt ein Kumpel. Ich kenne den. Aber für mich ist die Situation beängstigend halt. Ne? Glaube ich dir voll. Ich hatte das Dilemma an der Tür. Einmal habe ich das Haus eine Tür gemacht. Da war so ein Arzt, der kam gerade vom Knast, hat sich einen Joint angehauen. Ne? Könnt ihr vorstellen, kann kein Veranstalter dulden. Sagst du, Bruder, hier raus mit dem Joint. Ha, putz die Bon und so. Weißt du, keine Autorität, genau. Ja, weißt du, dass ich einmal bei der Splash, da kam hier auch einer blöd, den habe ich gleich einen Pfund gehauen. Da war ich nicht dabei. Ne? Da war es Double. Ich habe tatsächlich noch nie gesehen. Ich war nie dabei, wenn du die Lokomotive angeschmissen hast. Da war ich noch nie dabei. Aber wir haben lustige Sachen manchmal erlebt über die Agro-Studio. Ich fand es immer so cool damals. Wenn du abends in die Blücher gekommen bist, wenn immer Fati aufgemacht hat, die Tür. Da war immer lustig, Alter. Und auch ich habe immer gern bei Dan aufgenommen. Den schulde ich noch 180 Euro, kannst du abholen. Top Mann, siehst du Dan doch manchmal? Nee. Danke. Aber der hatte großen Anteil an dem Erfolg von Agro Berlin damals. Der war wichtig. Ja. Top, Mann. Wer war das? Dan? Dan. Hab ich schon nie gehört. Ingenieur. Ja, der war einfach so ein Engineer, hat ein Studio halt, ne? Und bei dem haben wir viel aufgenommen. Und ja, in einer Zeit, wo sonst keiner so richtig bereit war, was mit uns zu machen. Was ist denn so mit heutzutage irgendwie dickes Studio wahrscheinlich? Und man hat da das Feinste vom Feinsten halt, viele Millionen studiomäßig im Vergleich zu den damaligen Lochzeiten, so die wir alle gehabt haben. Ja. Da kommst du auch her. Vermisst du manchmal auch so, weil ich hatte PA letztens hier zum Beispiel, da meinte, dass er in, oder Kianosch oder beide, keine Ahnung, die meinten, dass sie so in so Hood-Studios irgendwie besser funktionieren. Ich schreibe mittlerweile so gut wie gar nicht mehr in einem Studio. Mhm. Ich schreibe in Hotels oder ich hol mir dann so einen Produzenten ins Hotel mit Equipment und schreib da dann oder so.
Da wird dann auch recorded. Ich lasse das halt im Studio dann ausproduzieren oder so, ja. Aber ich schreibe und recorde auf so eine Art von Mikrofon mittlerweile. Und das hat Savas mir früher auch gesagt, dass er oft in sein Homestudio die Ideen realisiert und dann, aber glaube ich, nimmt er sie nochmal woanders auf, weil was ich dich fragen wollte, musst du es nochmal neu aufnehmen aber dann? Oft nehme ich die alte Version halt einfach, weil das Feeling hatte. Ne? Ja. Das mit dem in Hotels aufnehmen und so weiter, das ist ein Trend, den mag ich nicht. Aber da, ich kann verstehen, das ist halt sehr, sehr praktisch so. Man hat gerade den Vibe, man hat die Möglichkeit, warum macht man es dann nicht so? Halt der Vibe, ja. Da schreibt sich's halt irgendwie besser, ne? Als so sich hinsetzen und gezwungenermaßen, jetzt muss ich was tun, so wie arbeiten, wie Karte stempeln. Das habe ich auch nie verstanden, das ist so Dienstleister-Scheiße. Ja, das ist cool. Macht gar keinen Spaß. So, es kommt auch, finde ich, nicht immer das Beste bei rum. So. Kann auch mal gut sein, kann auch mal passieren. Aber es gehört. Du willst Vibe auslösen bei den Leuten, dann musst du auch das in einem Vibe erstellen. Okay, alles klar. Im Studio wird gearbeitet, Hotel ist für die Exzesse. Nee, das ist so, wenn man sagt, ich gehe um 9 Uhr ins Studio und dann mache ich Beats. So, und das mache ich jeden Tag. Das kommt für mich persönlich, kommt das so rüber, als wenn es sowieso ein Alltagsberuf ist, dann so Dienstleistungsgewerbe. Aber ich habe aus meiner eigenen Erfahrung so für mich das definiert, dass wenn man was fühlt, so, dann sollte man rangehen. Ja, genau. Also so in Bezug jetzt, lassen wir mal Rap sein, aber jetzt, wenn es jetzt alleine Instrumentale sind oder keine Ahnung was, da kommt es auch gut und gerne mal vor, dass du vielleicht irgendwie 1.30 Uhr einfach so kurz bevor du am Wegpennen bist oder so, dann kriegst du auf einmal so Inspiration, weil du irgendwas siehst oder so. Dann, wenn du die Möglichkeit hast, irgendwie einen Raum weiterzugehen und das zu realisieren, da kommt geile Scheiße bei raus, so. Weißt du? Ich brauche, meine Möglichkeit ist, nimm dein Handy und schreib das auf. Ich krieg das nicht mehr hin. Und ich denke, das hast du dir bis morgen gemerkt. Und das ist weg. Sobald ich aufwache, ist das alles weg. Das passiert mir so oft. Und ich bin einfach zu faul, neben mich zu greifen, mein Handy zu nehmen und das irgendwie zu tippen. Finde ich so krass, dass wegen Melatonin, weckt mich sonst auf. Digga, ich war genauso wie du, bis ich das Diktiergerät für mich entdeckt habe. Die App im Handy. Nur noch reinlabern, bla bla bla. Das Ding wandelt sogar in Text um automatisch. Aber super, kannst du das Siri? Wir machen mal Sprachmemos auf vorher, Sigi. Oder muss ich dann rein ins Handy und dann... Ja, ich hab's direkt aus der Frontpage Diktiergerät. Einmal drücken, Record-Knopf. Fertig aus. Weißt du? Ich habe so viele Sachen, wo ich genauso wie du dachte, ich werde mich schon dran erinnern. So. Einen Tag später ist weg, Digga. Manchmal ärgere ich mich, weil ich dachte, das ist so geil. Ich habe so diese Gänsehaut bekommen, während ich es erfunden habe. Dann dachte ich so, das vergisst du niemals. Eingeschlafen, weg was. Ja, Digga, ich habe einen Reim gehabt. Einen Reim nur. Ich habe 3 Stunden lang so auf Krampf überlegt und mich selber gehasst dafür. So. Weißt du, so, dass ich mir das nicht aufgeschrieben habe, so auf Neurose. Gar nicht wichtig. Gar nicht wichtig. Aber weil ich mich nicht daran erinnert habe, habe ich die ganze Zeit gegrübelt und am Ende habe ich dann so richtig mit Frust aufgegeben. Das ist dir nie wieder eingefallen? Nein. Das war richtig dran. Ja. Ich habe auch schon mal damals immer die Mentalität gehabt, wenn ich aus dem Studio kam, recorded wurde, weil oft war Hausbesuchung oder irgendwas, der Computer wurde beschlagnahmt, der Produzent dreht durch und dann habe ich immer mit der Out so einer Kopie und mindestens, wenn ich die nicht hatte, immer den Text halt auf Papier. Hatte man richtig so ein Archiv immer. Das heißt, das größte Dilemma bei so einem... Du hast bestimmt immer noch Texte von früher, ja, ne? Ja, klar. Krass, Mann. Wir sammeln die auch immer, Onkel B auch hier immer, sammeln wir die. Ja, Mann, die versteigern wir bald. Ja, mit diesem Tisch zusammen. Schreibst du immer noch auf Papier? Ja. Krass. Der ist richtig oldschool, Digga. Krass. Richtig oldschool. Aber weißt du, was sehr krass ist? Also, wir haben jetzt die Matthias Crime EP gemacht und schon an der zweiten arbeiten wir. Und klar, kann man offen nicht sagen, oft war hier Spannung, weil ich nicht so abliefer. Jetzt haben wir eine Plattform. Aber müsste mehr kommen. Ein bisschen taut das Eis auf. Hab gerade für Haki geschrieben. Wir haben mit einem ganz coolen Arzt, der B und ich, wieder einen Track gemacht. Und ich genieße halt gerade, ich habe Haki's Song ist geil. Ja, gefällt mir. Grüße an Haki. Ja, top Mann. Mit Haki mal Teufelskreis 2, B und ich haben für einen Homie, der berühmten Rapper von uns, einen geilen Track gemacht. Und dass ich diese Street-Sachen jetzt noch besser kann durch die Schule, die ich vor 4-5 Jahren bekommen hatte. Ich weiß noch, du kamst zu mir im Kameradenweg, meintest, da lief Punisher. Das war das erste Album, wo B ganz viel in die Texte mit eingegangen ist, bei der Punchline-Schreiben-Art geholfen hat. Und dann kam Sigi so. Was meinst du? Du kamst in den Raum. Punisher? Genau, da meintest du, Buri. Du machst Doppelreime, war Sigi voll geflasht. So. Das ist voll schön jetzt mittlerweile. Ich schreibe ja immer, was ich denke, mein Herz auf der Seele. Und das hab dann wieder, das ist voll schön, auch wenn man 42 ist, so nochmal Fortschritte zu sehen. Ja. Voll gut, Mann. Ja, macht voll gut. Spaß. Ja, du bist halt Hip-Hop, Mann. Du bist halt am Ball. Rocksteady, Baby. Kennst alles Alte, aber bist am Zahn der Zeit auch. Mann. Ja, die Hose ist alt, die Löcher sind neu.
Ja, man, dieses Zahn der Zeit-Ding ist ja halt auch nochmal. So. Aber Sigi ist doch Abi, oder? Du bist 78 Kilo, wa? Nee, 80. Ah, du kleiner Johnny. Das ist der kleine Bruder dann. 83er oder 84? 82. 82. Ja, ja. Ja, man, der Zahn der Zeit halt, ne? Das ist die ewige Diskussion halt auch so. Langsam geht's ein bisschen weg, oder? Dieses also alte gegen neue vergleichen und so. Ja, das geht weg. Also die noch so gemurrt haben und so und sich irgendwie nicht darauf einlassen konnten, die sind irgendwie nicht mehr da. Aber du hast diesen Autotune-Film halt nie gefahren. So. Muss man ich tune schon rum, wenn es sein muss, aber nicht so. Ja, genau. Gibt einen sehr starken Trap-Track, Baby, von Sido bei den Ufi Remix. Ich bin ein Berliner, habe ich zum ersten Mal auf so einen Trap-Beat gehört. Ja, alt, aber neu halt. Ufo macht das auch, finde ich, er hat die beste Transition gehabt von diesen ganzen. Komm aus dem Märkischen. Von allen Betrügern sind die Berliner die ehrlichsten. Ja. Man Sigi. Da. Ja, hier, Applaus. Ja, kannst du mich nochmal. Also ich feiere den Style auch mit diesem ganzen Oldschool-Stuff. Also so man muss auch nicht seinen Style ändern, finde ich. Vor allem nicht, wenn man erfolgreich ist. Also so das habe ich nie verstanden, warum Leute. Also so diese Style-Switcher, also das sind ja Hipster. Das sind ja Musik-Hipster. Also das, was gerade neu ist, das mache ich. So. Das sind aber auch Leute halt, die nicht an Bekanntheit gearbeitet haben, sondern an den Songs und an wie komme ich in die Playlist und so weiter und so fort. Also wie komme ich ins Radio und früher war das halt so. Und dann gibt es halt Leute, die haben auch an sich und ihrer Person gearbeitet, wie wir vorhin vom Bozza drüber gesprochen haben, was halt sehr, sehr wichtig ist. So. Mhm. Ja. Arzt hat immer gesagt, Bassbox und eigentlich kann man auch sagen, die Sekte waren so die ersten deutschen Rapper, die Actionhelden wie Comicfiguren waren, sagt Arzt also immer. Characters, ja. Characters, genau. Ja. So, weißt du, wenn man auch das so... Das stimmt. Ja, er hat recht, er hat absolut recht, Bruder, ganz ehrlich. Also so Boogie war ein Charakter, Deso war ein Charakter, Sido, die Maske war ein Charakter, auch ein Bushido war ein Charakter. Tide war ein Charakter. Tide war ein Charakter. Ja. Das ist so heutzutage stimmt. Nicht mehr so ganz so. Das ist so ein bisschen gleichgeschaltet halt, ne? Nee, aber war das sogar ein Berliner Ding? Ja, klar. Mehr oder weniger, oder? Aber Azad war auch ein Charakter. Ja, klar. Ja, okay. Definitiv. Sammy war auch irgendwo ein Charakter. Ja, Ferris. So. Ferris war 100 Pro Charakter. Ja, ja, Ferris gibt da die Geschichte. Digi, ich sag dir Ferris-Anekdote. Ja? Ich komm voll mit, also pass auf, triffst du Ferris, mach ein Interview und denkt, der ist voll auf Drogen, der ist 15 Jahre clean. Also der nimmt ja gar keine Drogen, wa? Ist kein Disrespekt, voll sympathischer Dude, macht auch... Ach so, okay, soll ich dir mal eine Geschichte erzählen von dem, die mit Drogen zu tun hat? Soll ich dir ehrlich mal eine Geschichte erzählen, kann ich ja wie rausschneiden. Ich kenne eine Geschichte, die ist vor 15 Jahren passiert. Bei einer Show um Weihnachten in Hamburg. Da kam er in den Backstage und sagt, hier, frohe Weihnachten. Und drückt mir so ein kleines Paket, so Alufolie. Ich erzähle die Geschichte einfach. So Alufolie. Und drückt mir das so in die Hand und sagt, hier, frohe Weihnachten. Und ich wickle das auf und denke, das ist so, keine Ahnung, Haschisch oder irgendwas. War so wie so ein Stein. Ich so, was ist das? Der so, beste Opium. Opium auch noch. Geil. Also, der ist davon schon etwas sehr davon ausgegangen, dass ich das rauche. War schon verrückt genug. Verrückte, so eine ähnliche Anekdote habe ich. Aber ich hab er raucht das. Da war er halt noch. Mit sowas hatte er zumindest. Und ein Crack war. Ist schon exotisch, oder? Opium ist schon exotisch. Opium ist hart. Taktlos nimmt keine Drogen. Einmal hat Taktlos von mir ein Helium-Luftballon inhaliert. Das war das Lustigste, was ich in meinem Leben gesehen habe. Hallo. Taktlos ist der Schärfste. Der war bei mir zu Hause, wo ich meine ersten Recordings gemacht habe, war es in meiner Besenkammer. Die Besenkammer war mit Schaumstoff ausgefüllt, wie man es kennt. Und es war wirklich verflucht eng. So. Und wir haben draußen 35 Grad gehabt. Und er musste in diesem kleinen Kabuff aufnehmen, Digga. Ja, der Song ist sehr geil. Und ich sehe ihn ja nicht. Das war ja einfach zu. So. Und ich sitze dort und ich recorde ihn so. Und ich höre so, wie er rappt und so Taktlos-Style halt so. Irgendwann reißt er die Tür auf, Digga. Er kommt klitschnass, schweißgebadet, ohne T-Shirt raus und geht erstmal ins Fenster und wedelt erstmal. Weil er abgeht beim Rappen, Digga. Der nimmt ja nicht auf wie du und ich. Der ist ja körperaktiv. Wir waren ab und zu bei ihm zu Hause aufnehmen, also mit Bobby und Collins und in seiner Wohnung in Neukölln, so eine Einzimmerwohnung. Okay. Da hatte er in einer Ecke, war so ein
riesen, also ein ganz hoher Wäscheberg mit allem, so, weiß nicht, ob es schmutzig und sauber gemischt war, aber da war so ein Wäscheberg. Und ein Hochbett. Hat er gerappt mit diesem Mikrofonkabel vor der, hat sich selber immer aufgenommen, steht vor dieser Vierspur und rappt und rappt und rappt. Und wenn er einen guten Take hatte, ist er, schmeißt er das Mikrofon weg und ist in diese, in diesen Wäscheberg reingesprungen. An diesem Tisch wird nicht gelogen. Ey, der Junge ist 100 Millionen. Man könnte stundenlang King Takti, der King bei den Battles immer, wie er immer agiert hat, war so krass. Wer kennt das legendäre Battle noch? Wo der, da so ein Westdeutscher kommt wieder, so ein armer Mikrofon weggezogen. Er reißt genau das. Ja. Er reißt sie weg. Er geht mit dem Gassi. Ich geh mit dir Gassi, sagt er. Ja, genau. Er ist so hart. Er taktlos. King taktlos. Das waren funky Zeiten auf jeden Fall. Funky Zeiten, die nie wieder kommen werden. Wie heißt das Lied nochmal, Belasch? Von, wie heißt das Lied von dir taktlos? Berzelin? Das ist Hip-Hop. Das ist Hip-Hop. Das stimmt, das ist Hip-Hop. Ja, Applaus für den Bruder auf jeden Fall. Taktlos. Der ist, glaube ich, ausgewandert. Ist er, ne? Ich habe irgendwas gehört. Ich auch gehört, ja. Richtung schönere Welt. Richtung Sonne. Ja. So mehr oder weniger. Ach, deswegen, der hat doch meinen Skit gemacht bei den Best of Mixtape. Ah, ich bin hier in Honolulu. Ja, und ein von mir, autorisierter Höhlenmensch, deine Mutter. Krass, ich jetzt ins Wasser. Der ist in Hawaii? Du weißt, er hat auch ein Ice-T-Feature, man weiß es nicht. Ja, genau, hast du auch recht. Ice motherfucking T, Alter. Kennst du die Geschichte, wo Ice-T die Bombe gibt am Fenster? Ihm? Ja, taktlos ist im Backstage schon Ice-T. Ich will jetzt nicht so falsch erzählen, aber so ungefähr war es, wa? Ja, ich kenne nicht die Details. Also er ist irgendwie über eine Leiter im Backstage rübergeklettert, um ins Konzert umsonst reinzukommen oder was zu racken. Da hat Ice-T eine Bombe gegeben. War das im SO 36? Ja, oder Huxley, so irgendwas. Ja, ey, Digga, der war auch schon, der ist taktlos ja noch mal älter als ich. Und genau, da hat er sich gerecht, hat nämlich taktlos ein Ice-T-Feature beim nächsten Album gehabt. Das ist natürlich, er war einem Ice-Mann. Du hast gehört, dass er ihm das Basecap weggenommen hat. Ja, klar. So. Als er aus dem Bus kam. Ja, Ice-T hat ihm das Cap geklaut irgendwie. Natürlich hat ja, und er wollte sein Cap zurück oder irgend sowas. Es ging um so ein Cappy, glaube ich. Also, keine Ahnung. Lass uns die Geschichte doch mal von ihm hören. Ja, taktlos wollte ja in den Podcast kommen. Er meinte, da gab es mir schon zwei Folgen, wenn er der Erste gewesen wäre. Richtig. Er kommt nur, wenn er der Erste ist. Oder wurde Savasch der Erste, deswegen kommt er nie wieder. Das beste taktlos-Story, so, ich war immer gut mit Savasch. Da gab es auch dieses Statement von mir, weil ich hatte mal nie was gegen Savasch. Auch so, selbst alle Bassbox-Arzner gepöbelt hatten ohne Sinn. Und dann hat die aber auch mit taktlos das Feature. Also ich war immer mit taktlos. Dann mit Savas, so war ein anderes Lager, macht sich alles, was ihr braucht. Dann kam so in der Öffentlichkeit, dass das Feature ist, rief mich taktlos an, nachts. Hi, Boogie, kleiner Bruder. Ich hörte, you sleeping with the enemy. Ich hab einmal den Fehler gemacht und gegen ihn irgendwas gezockt, würfeln oder irgendwas. Das ging nicht gut für mich. Ja, das macht der Takti gerne. Das ist das einzige Element, wo ich kein Problem mit habe. Also Sex, Gewalt, Drogen, Alkohol, alles habe ich. Aber mit Spielsucht habe ich null Probleme. Ja, das hat er mir auch. Das war das erste Mal, dass ich sowas gemacht habe. Damit hat er mir das auch direkt versaut mit der Spielsucht. Echt? Ja. Krass. Aber Bombe. Ich spiele halt ab und zu mal, aber nicht über meine Maße. Und da geht es mir eher um das Erlebnis als um das Spiel. Was hast du mit Takti gespielt? Ich weiß nicht mehr, würfeln, und es ging um Fünfer immer wieder Fünfer. Und das ging nicht so gut für mich aus. Ja. In der Zeit, wo so Fünfer schon Geld für mich war. Warst du nicht mal im Poker-Ding drin, so ein bisschen? Ja. Aber immer in Maßen so. Ja, also für mit 100 Euro eingekauft und sowas. Ne? Ja, okay, das geht. So 1 Euro, 2 Euro blind, das ist für mich so. Ja, ja. Also Spaß haben. So. Ich will an dem Tisch sitzen, da mit denen reden, ich Trash-Talk und so. Ich gucke auch immer, dass da ein sehr Verbissener am Tisch ist, so, dem, wo man weiß, den ärgert das jetzt, wenn ich den so ein bisschen reindrücke. Und so. Und dieses Spiel macht mir mehr Spaß als das Pokern an sich. Ja, manche haben eine Affinität zu dieser Spielsucht, manche nicht. Ist wie bei Drogen. So. Wie geht's Desio eigentlich? Gut. Ja? Apropos Drogen, ne? Apropos Drogen, ne? Der nimmt keine, ne? Noch nie was. Noch nie. Er ist ein guter Mann auf jeden Fall. Ja. Ich mag Hashim. Den geht super. Das freut mich. Ist auch traurig. Der kann auch viel. Wegen Case Lay, habe ich gestern gesehen. Das ist einer von den Produzenten, der sehr, sehr vielseitig ist. Also ja, der baut so sein Studio selber, der macht Platten selber, der hat sich so ein Plattenmachgerät geholt und so, der macht halt alles. Da macht sich lächerlich. Das hat er dann 3 Wochen später selber gebaut dann nur. Auch vom Style her, auch vom Produktionsstil. Ja. Er kann halt verschiedene Sachen so, weißt du? Er kann nicht nur diesen New Yorker Boom-Bap, so wie früher, also so habe ich ihn kennengelernt. Ja, nö, aber der arbeitet halt an seinen Geräten sehr gerne, der liebt den Sound, der diese
speziellen Geräte, dieser Sound, der dann nur aus diesen Geräten kommt, das liebt er halt auch. Und, ja. SP-1200 und so ein Zeug. Zum Beispiel, diese ganzen legendären Geschichten auf jeden Fall. Aber er kann halt auch moderne Beats produzieren. Ja. Vielseitiger Produzent insgesamt. Ja. Trotzdem hört man ab und zu mal eine Handschrift raus. So. Ja. Was auch ganz wichtig ist. So. Gerade bei den Drums, finde ich. Klar. Und wie die gesetzt sind und so, gerade da. Also wenn man deswegen das abspricht, macht man sich lächerlich. Also der hat einfach so viel abgeliefert. Ich glaube noch, der hat auch damals auch noch ganz viel... Die ganzen Hamburger hier, Sammy Deluxe und so, hat er auch beliefert mit Beats. Ja. Also so lange, das vor dem Berlin-Hype war Desu schon im Game. Weißt du, wo ich Desu gehört habe, das erste Mal von ihm gehört habe, war aber beim Tomek Diss. Da kam der Name DJ Desu als Produzent so ein bisschen auf. Man kannte den Namen so ein bisschen aus der Berliner DJ-Szene. Radioszene, ja. Ja, aber der dann, war mit 14 schon, hatte der schon eine Radiosendung. Ja, da war ich ja immer. Aber so als Beat-Producer kam das... an meine Ohren mit dem DJ Tomek das damals, weil es da ein Video auch gab. Und da wurde die Tomek so comichaft so zusammengeschlagen und so ein Zeug. So. Und das war irgendwie strange. Ich glaube, es war sogar Thema bei TV Total. Ja? Irgendwie. Ja, ja hat da T-Shirt kam Playboy. Ja, genau, so. Ah, Playboy. Playboy kam und er sagt, ja, Tomek ist eine er hat mein Kumpel Desu abgezockt. Krass. Ja, und so, also hat ihm so ein Fuck Tomek T-Shirt gegeben, ne? Ja. In der Sendung. Ja, Mann. Eigentlich kann man auch sagen, war das nicht einer der ersten Deutschrap-Beefs? Kann man so sagen, oder? Also einer, ja, davor war Fanta 4 und RAP und dann, was war davor denn noch? Also das war für mich das erste Mal, Fanta 4 und RAP. Ja, also eigentlich das, RAP und Fanta 4. Ich bin ja RAP-Fan, richtig, von Tod bis in den Tod, aber ja. Wann war denn das mit Sammy? Sammy und wer? Naja, Desu und Tomek. Es ging ja darum, Azad war so. Sammy, oder? Azad war... Keine Ahnung, Anfang 2000. Ja. Azad und Sammy hatten ein bisschen später den Beef. Sammy the Bitch, oder? Sammy the Bitch. Aber das war ein anderer Beef wiederum. Mhm. Okay, stimmt. Ja, das andere hatte nichts damit zu tun. Stimmt, das war ein Sample und Biden, ja, es geht darum, dass Desu gesagt hat, dass Tomek ihn beklaut hat musikalisch. Mhm. So, das war so der Ursprung. Und da waren aber auch zwei Rapper da drauf, ich weiß nicht mehr, wer das war. Aber Azad und Sammy hatten dann eine ganz andere Nummer also miteinander. So. Und dann kam ja der berühmte Beef mit dir noch mit Azad. Yeah. Azad hat sich ja aus diesem Beef-Ding aber die letzten Jahre zurück so rausgehalten. Von gab auch noch Azad und MC René, wo MC René im Publikum stand beim Splash. Ja, Megafon. Ja, Megafon. Und letztens kam noch die Fitna raus, bei dieser Azad-Beef-Sache da, da kam noch irgendwie raus, dass Bushido Azad angerufen haben soll. Das waren die Medien. Ich will gar nicht so was hier Gossip rauskam. Ja. Das waren die Medien vor einigen Wochen. Kam raus, dass Bushido, Props an Bushido mal wieder, Mr. Bo. Gepetzt hat. Pet ist jetzt sein Job. Hat er wieder gesagt. hat Bushido wie immer gesagt, er will nicht petzen, er muss es melden. Ja. Stimmt das? Also, Bushido ist Langwitz? Das ist ja lustig. Langwitz ist, wo man nicht schnitzt. Schnitzel. Schnitzerbleiter haben wir auf dem Dach. Ja, ja stimmt. Das stimmt. Das kam letztens, das ging bei Rapcheck. Ja, ich meine, Sigi ist raus aus der Nummer halt, ne? Seit, aus welcher Nummer? Ne, aus diesem ganzen Beef und Gossip. Also man sieht dich nicht. So. Man sieht dich nicht auf Rapshow oder so. Nee. So. Nee. Ist auch nicht deine Energy, glaube ich. Bist nicht der Typ dafür. So. Dafür will ich keine Energy geben. Das ist für mich Quatsch, weil das ist alles nichts, was mich ernsthaft tangiert, was irgendwas mit meinem Leben zu tun hat. Das hätte einfach mit dem Job zu tun. Und das ist Quatsch für mich. Das ist Quatsch. Ich mache das halt aus einem ganz anderen Blickwinkel alles als dieses Geschäftding und so, wenn es um Dissen und sowas alles geht, das hat es immer irgendwie mit Geschäft zu tun. Weil persönlich kenne ich die alle nicht. Ich habe mit denen gar nichts gehabt. Ich kenne die nicht. Da gibt es keine Vergangenheit mit denen oder irgendwas. Wenn einer irgendwas schlecht über mich redet, also ne, das gab es auch in meinem Leben. Dass da Leute waren, mit denen hatte ich halt eine Vergangenheit. Und dann wurde schlecht geredet. Sowas tut weh. Ja, aber... Der Rest ist mir, das ist mir scheißegal. Ich kenne die nicht. Du hast einen der geilsten Disses der Deutschrap-Geschichte geschrieben, Frohes Fest. Und glaube ich, die ersten Diss, die der von dir kannte, war Mola. Alle saufen hier Bacardi, außer Mola, der kriegt nur eine Cola. 98, weißt du was, Digi? Auf dem TS-Tape. Oder war es von Vitaite Punch? Da, wo man Mola und Cola war, da war ich hoffentlich der Erste, der das gemacht hat. Ich sage immer wieder, ihr beide, du, Woki, auch King Vokal Matador, King Woki, Beat Hyde und du haben den ersten deepen Deutschrap-Text, den ich gefühlt habe, gemacht, wenn alles nach Scheiße schmeckt. Das war der erste diepe Track, habe ich hier schon ganz oft erwähnt. Oh. Wenn alles nach Scheiße schmeckt, weißt du, wovon ich rede.
Kennst du das? Auf die Tapes? Ist mit dir, du hast auch zu viel gemacht. Ja. Aber krasse Props. So. Ja, danke. Der erste Song, so, der Deep war und so weiter. Ich könnte mich gar nicht daran erinnern, was so der erste Song war, der Deep war. So. Also nicht, ich habe davor auch Ami-Tracks gehört. Deutschland. Das ist schon klar. Auf jeden Fall. Der ist ein ganz krasses Lexikon, was das alles angeht. Ja, was Rap angeht, auf jeden Fall. Crazy. Der weiß gut Bescheid, auf jeden Fall. Aber da gehen auch so ein bisschen die, gab es bei dir East Coast, West Coast und so ein Scheiß? Nö. Gab's nicht, hast alles genommen, ne? Ja, aber ich habe halt auch das halt East und West Coast gesehen, irgendwie, ne? Ich habe den Unterschied auch gehört und auch ich hab's auch mal empfunden. Nicht gecheckt. Ja, es war halt, New York war rougher, Kapuze-mäßiger und der West Coast war immer T-Shirt. Richtig. Ja. Es hat mich verwirrt, weil ich Exhibit gefeiert habe zum Beispiel und Exhibit und Alcoholics haben Boom-Bap gemacht. Cypress Hill hat auch nach New York geklungen. Und ich war da nicht in der Materie, ich habe jetzt nicht analysiert. Weißt du, man hat einfach genommen, was man, ja, okay, alles klar. Wo ist nochmal Kalifornien? Ich weiß nicht. Ja. Damals wusste ich nicht, was. Oft wusste man gar nicht, wer woher ist. Aber so richtig Hip-Hop, so auch von dem, so was du machst, bist du eher an der East Coast angesiedelt, ne? Ja. Kann man schon so sagen. Mhm. Ich meine, du hast ja auch eine Menge Boom-Bap-Stuff und so weiter rausgebracht. Auch sehr underrated, muss ich sagen. Zum Beispiel sowas wie Alhamdulillah oder so. Das sind so Sachen, so, die ich feiere, die aber nicht so viel Klicks sind, okay. So, weißt du? Ja. Aber es sind halt so, man merkt so, da fühlst du dich halt wohl. Du bist ja auch ein großer Biggie-Fan, hast du ja schon tausendmal betont und so. Ja. Ja, aber diese West Coast, East Coast-Geschichte, die wurde später dann so ein bisschen klar. Was ist was? Was ist G-Funk? Wer hat dies produziert, das produziert und so weiter? Das Einzige, wo ich nicht drin war, war in dieser Down-South-Geschichte. Das war so deren Abteilung. Die waren so Memphis, 36 Mafia. Rap-A-Lot bei mir halt. Rap-A-Lot auch. Ja, da war ich auch nicht so richtig. Nicht so. Ja, und man muss auch sagen, aus einer Berliner Ecke waren alle immer Mutterficken und haben wenige Deep gemacht. Das habe ich ja später auch dann sehr viel sowas gemacht. Seelenstriptease mit B, Straßenromantik, wir haben oft Deepes. Aber so damals, so 2000er, gab es mehr so die harten Dinger. Ja. Keine Schlüpferstürmer. War sogar wichtig. Heute mache ich nur noch Dosenöffner. Frankfurt war ein bisschen mehr erwähnenswert. In dem Bereich, glaube ich. Ja. Also vor allem Azad und Tone. Ja. Das war für mich so die Abteilung mit Deep Rap und so weiter. Die haben das auch auf einem hohen Niveau geschafft zu machen. Mhm. So. Ja. Muss auch sagen, ich habe auch die Lyrics von Tone, habe ich damals sehr stark gefeiert. Also der hatte Kettenreime und hat dazu diepe Sachen erzählt, was meiner Meinung nach halt auch irgendwo zum Teil zur Königsdisziplin gehört. Wenn man hochwertig reimt und trotzdem einen krassen Inhalt hat und dann noch bei Leuten irgendwie Emotionen auslösen kann, was willst du mehr? Also der war einer der Ersten, der krass gereimt hat. Eigentlich schon, oder? War auf jeden Fall also hardcore. In Deutschland. Ja, Mann. Wie ist es mit deinem Signing? Mit Bossa? Ja. Was mit dem? Ist der Bruder so gewesen, dass du den gesehen hast und dachtest dir, ey, weißt du was, Alter, das ist so mein Man? Oder am Anfang, weil er war lange Zeit, bevor er bei dir war, war er am Start. Ich meine, das ist jetzt kein Newcomer gewesen in dem Stil, ne? Mhm. Wie kam das dazu, dass du gesagt hast, ey, weißt du was, den zeige ich? Ich habe den getroffen, SDK hat den mitgebracht mal, zu einem Festival. Da habe ich den Backstage kennengelernt. Sehr auffällig, wie er halt ist, ne? Und wir hatten gleich viel Spaß. Und ein paar Tage später haben wir uns im Studio getroffen in Berlin, hatten Songs vorgespielt und ich dachte, wow, das ist krass. Und ich kannte vorher mal eine Strophe oder irgendwo mal oder den Namen aufgeschnappt, aber so wirklich gehört hatte ich das vorher noch nicht. Und das hat mich direkt so weggescheppert. Passiert das öfters bei dir? Nee. 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 Eher selten. Ja, aber wenn, dann passiert es so. Also nicht so gewollt, nicht so gemacht. So, das passiert dann eher so. Ich denke, so ist es auch der richtige Weg. Aber inwiefern hast du die Ear to the Streets? So. Checkst du, dickst du, Newcomer, was ist los? So. Machst du das, ja? Regelmäßig? Ja, also ja. Ich guck nicht die ganze Liste von allen Videos, die freitags kommen, ne? Sondern das, wo schon ein bisschen Aufmerksamkeit ist, weil sonst die Liste ist zu viel. Das wäre die nächste Frage gewesen. Also YouTube, die Videos sind so deine Quelle. Ne? Also du checkst jetzt nicht auf Instagram die Newcomer oder irgendwas, du guckst dir die YouTube-Videos an. Ne? Ja, aber die Aufmerksamkeit erregen. Ah, okay, alles klar. Also genug, dass sie zu mir kommen, durch meinen Algorithmus, den ich halt habe. Ach wirklich, du verlässt dich auf den Algorithmus tatsächlich? Ne? In dem Fall, ja. Muss, ja. Also, ne? Ja. Ja, okay. Also was heißt verlassen? Ich suche jetzt nicht explizit nach etwas, sondern das, was mich erreicht, das gucke ich mir dann halt an und mein Algorithmus zeigt mir da schon einiges.
Deswegen, weil ich frage mich so, wie kriegt man das überhaupt mit, Alter? Weil also ich habe mir mal eine Zeit lang das angetan und habe mir Deutschrap brandneu die ganze Playlist gegeben. Ja. 97 Songs. Ja, es gibt bei Instagram so Seiten, die schreiben dir auf, seitenweise, wer released am Freitag. Ja, stimmt. Ja, Mann. Ja, und das ist aber halt einfach ein bisschen viel. Und da guckt man halt die interessantesten. Und was ist so deine Meinung so zurzeit, wenn du dir jetzt so eine, sag ich mal, so eine generelle Meinung erlauben darfst über den Stand der Dinge 2022? Meinst du, Deutschrap ist an dem Punkt, wo man feiern kann? So? Geiler Fresher Punkt. Als dem je? Fresher als je zuvor. Ja. Mir ist, es kommen wieder Leute, die sich unterscheiden von diesem Einheitsbrei, von diesem Gelüge. Also es gibt wieder Leute, die sagen halt so, die sagen Dinge so, wie sie halt sind. Und die sind nicht die krassen sonst irgendwas, die alles haben und sich alles leisten können und sonst sowas, sondern die erzählen halt von dem Stand in ihrem Leben, in dem sie gerade sind. So. Mhm. Wie alle, wo wir die ersten Alben von geliebt haben, die haben halt nicht erzählt, die fahren das dicke Auto, sondern die haben erzählt, ich würde gerne dieses dicke Auto fahren, aber ich sitze hier im Treppenhaus. Ja. Wir waren auch so. Naja, aber das machen die heute alle nicht mehr. Die sitzen alle im Treppenhaus und träumen von dem, aber erzählen die sind das schon. Und das, pushen alle das ist halt so dieser der Film gerade. Aber es gibt wieder Leute, die erzählen wieder so, wie es ist. Mhm. Und wir haben das alle schon gemacht. Und das wird wieder einer sein, das habe ich, glaube ich, schon mal hier gesagt. Der nächste Große wird immer jemand sein, der genau dasselbe sagt, was die anderen Großen alle auch schon gesagt haben, nur irgendwie anders. Mhm. Ne? Mhm. So. Mhm. Aber halt ehrlich, weil das ist halt der Weg, den man geht, wenn man groß werden möchte. Und den muss man halt erzählen. Und ja, das ist ja fake it till you make it, das ist, was du kritisierst halt, ne? So. Ja. Ja, aber make what, das muss man dann für sich definieren, ne? Make what. Das ist nochmal die andere Frage. Mhm. Wir waren wir. Der Hausmeister im Dritten war früher mal Rauschmeister. Jetzt wohnt da im Dritten das Hausmeister. 50 von deinen Schlägern stürmen mein Haus. Nach 50 Sekunden stürmen sie blutend wieder raus. Was sagst du denn jetzt? Ganz Thema Switch. Was sagst du zu Tushats neuen Track? Der war aber auch in den Kameradenstarts. Wer? Sexy Thing. Wer? Der neue Track von Tushot. Du als Tushot-Fan, Baby? Nee, ich bin nicht so ein Tushot-Fan. Savasch ist eigentlich der Tushot. Das war schon verwechselt. Schicki Savasch. Tushot und ich sind Feinde. Feinde, genau. Todfeinde. Ja. Gibt es hier irgendjemanden, der raussticht für dich gerade? Von den ganz neuen? So die da würde du sagen, würdest du, das ist so das, was ich mir wünsche. So. Nicht im Gesamtpaket. Nicht im Gesamtpaket. Aber nee. Du würdest es wahrscheinlich jetzt auch nicht verraten, wa? Oder? Würdest du es verraten, wenn es jetzt, weil ich meine... Ja, auch wenn es, ich würde es auch sagen, wenn es jetzt jemand wäre, der woanders gesigned wäre, ich gönne. Also damit hätte ich kein Problem. Ja. Ich würde es nicht sagen, wenn es jemand wäre, auf den ich ein Auge geworfen habe zum Sign. Das meine ich. Ja, dann würde ich es nicht sagen. Ja, und ja, da gibt's, na klar gibt's, aber sage ich nicht. Und ansonsten ist für mich, wenn es die Texte und das Gefühl und das alles von Trettmann hat, dann ist es schon, ist für mich ziemlich geil. Trettmann? Mhm. Okay. Was auch interessant ist, ist halt natürlich auch die Manipulationsfrage heutzutage. Also wir haben, ja jetzt, also es wurde, glaube ich, selten in der Historie so wenig nach Qualität gesigned und so sehr nach Zahlen. Ja. So. Und solange Zahlen manipulierbar sind, haben wir den Salat. So, ne? Ja. Das finde ich ein großes Problem, ehrlich gesagt. Ja, also du redest von Klicks kaufen. Zum Beispiel, also es gibt mehrere Möglichkeiten, einen Newcomer mit guten Klicks oder auch ein bisschen Aufmerksamkeit auszustatten, was gar nicht organisch und was gar nicht echt ist. Aber wenn dann der A&R dann irgendwo sitzt und guckt, ah, okay, der hat ja schon von alleine 10 Millionen Streams gemacht, er ist 21, hat ein unverbrauchtes Gesicht. Alles klar, Plattenvertrag, baby, so, einen auf den. Was wären denn die Alternativen dazu, um diesen Plattenvertrag zu bekommen? Um diese Aufmerksamkeit zu bekommen, um diesen Plattenvertrag zu bekommen. Gibt es da noch Alternativen? Jetzt gerade? Ja. Sehr. Oder ist das halt der Ausweg, den man gehen muss, weil man will ja Aufmerksamkeit, man braucht irgendwo Aufmerksamkeit. Und das ist halt der Weg, der gerade übrig ist. Das ist auf jeden Fall der Weg des geringsten Widerstands. Ich frage mich, ob ich das anders machen würde, wenn ich jetzt 18 Jahre alt wäre. Was mir aufgefallen ist, viele Leute haben Klicks gekauft, gerade als Sprungschanze. Ne, aber weil es halt kein Interview gab, nee, es gab nichts, wo du wirklich Promo machen konntest. Ja, ja. Und dann gab es die haben das getragen, diese Aufmerksamkeit, und konnten weiter erfolgreich sein. Aber ganz, ganz viele von denen, die Klicks gekauft haben, sind nicht mehr da.
oder kaufen weiter Klicks. Aber haben haben keinen Erfolg daraus generiert. Aber es gibt halt welche, die haben diese Sprungschanze nutzen können und Erfolg daraus. Auf jeden Fall gibt's sie. So. Und dann sehe ich das irgendwie legitim, weil was willst du machen? Es gibt keine Interviews, es gibt nichts Wichtiges. Du kannst nicht mehr ins Fernsehen gehen, wo du weißt, morgen verkaufst du 1000 Platten und das gibt's alles nicht mehr. Also diese Promo-Plattform fehlt. Und dann irgendwie kann ich es gar nicht mal so verwerflich sehen, dass das ist halt auch Hip-Hop. Wir finden unsere Lücken irgendwie, um an Aufmerksamkeit zu erhaschen. Dann ist das halt irgendwie Klicks kaufen. Aber meinst du nicht, dass die Überschwemmung an niedriger Qualität auch nicht ein bisschen was damit zu tun hat? Dass man die Möglichkeit hat, sich eigentlich so wie nie zuvor in der Musikgeschichte quasi reinzuschummeln? Ja, so? Naja, klar. Aber dann, es liegt immer, und es war früher auch schon so, da musste man halt lange im Plattenladen stehen und Platten durchhören und sich eine Meinung bilden. Das machen die wenigsten aber, glaube ich, oder? Heutzutage im dann kommen wir wieder dazu, ist es gut, dass der Algorithmus dir sagt, was du gut findest. Da machen die Leute das halt nicht mehr. Die Playlist sagt dir, was du gut findest. Früher war es das Radio. Da kann man ja auch kritisieren. Man kann ja auch sagen, dass die Major-Labels früher ihre eigenen CDs gekauft haben und Stars gemacht haben. Gab's ja auch. Manipulation gab's ja immer. Ja, aber in so eine Playlist kommen, na klar, ne, das, ja. Schon das, eine andere Nummer. Ja. Aber die ganz Großen der Welt waren immer die Besten, nur für mein Verständnis. Ja? Ja. Ich finde das heutzutage in Deutschland nicht. Nein, früher. Wenn wir noch Whitney Houston. Richtig. Ja? Ja, die ganz Großen der Welt waren immer die Besten. Absolut, bin ich voll bei dir. 100%. Vor allem da in dem Bereich, weil es gab auch nicht die Möglichkeit, musikalisch zu schummeln. Ja. Ist auch, glaube ich, nochmal wichtig, weil du redest über Gesang, Alter. Weißt du so, hast du früher den Ton nicht getroffen, hast du keinen Platz. Und dann kaufst du halt Whitney Houston einen Platz im Radio und Band XY, aber richtig. Band XY ist halt nicht so geil wie Whitney Houston. Ja, ja. Die trägt sich dann halt. Und das ist schon wieder dieses Klickskaufen. Ding. Whitney Houston war halt gut und hat auch, wenn sie reingekauft wurde ins Radio, sie wurde weitergespielt, sie war halt gut. Und Band XY wurde auch reingekauft, aber hat kein Schwein interessiert. Ja. Waren krasse Produzenten dahinter, krasse Songwriter, krasse Lyrics. Das war einfach ein riesengroßes, gutes Produkt. Krasse Stimme, die singt das auf einer Spur von durch. Da wurde nichts geschnitten oder getuned oder was auch immer. So krass. Und man hat auch das große Privileg gehabt, dass man damals mehrere Whitney Houstons gehabt hat. Man hatte eigentlich eine ganze Palette voll mit Whitney Houstons. Ja, okay, die haben jetzt nicht nach Whitney geklungen. Whitney war Whitney, aber so vom Level der Musikalität, ja. Whitney Houston, Whitney Houston. Ja. Ja, Rap ist einfach ein bisschen kopierbarer. So. Rap ist ein bisschen kopierbarer. Du kannst heutzutage auch mit wenig Skill kannst du auch irgendwie 3 Millionen Streams auf Spotify haben. Geht. Mit Rap hast du es viel schwerer, das im Menschen auszulösen, was du mit einer guten Stimme und also machen kannst, dieses Gefühl. Das stimmt. Da kannst du einen Ton einfach lang ziehen und du sagst nicht mal ein Wort, aber das macht Gefühl. Du musst nicht mal krass, verstehen. Stimmt. Also du hörst englische Lieder und findest die geil, verstehst kein Wort. Und wegen heulst. Dem Gefühl, wenn die gesungen sind. Auf jeden Fall, Mann. Und bei Rap ist das halt so, der Text, das, was du sagst, das muss das Gefühl auslösen bei den Leuten. Das ist viel schwieriger als mit Gesang. Das haben wir letztens auch gehabt, da habe ich auch erklären müssen, weil jemand, also Grüße auch, der Bruder, der ist ja nicht aus dem Rap oder so, aber es hieß dann, dass Tupac overhyped war. Und da musste ich ihm halt auch mein Argument dann zum Widerlegen dann präsentieren, dass Tupac halt derjenige war, den du halt so einen weißen Vorstadt Typen, der 55 Jahre alt ist, heutzutage im Jahr 2022, du kannst ihm Dear Mama vorspielen und er guckt auf dem Tablet sich die Lyrics an, der hat das noch nie zuvor gehört oder gelesen, der kriegt sich aus dem Heulen nicht mehr raus. Ja. Es gibt so ein Video auf YouTube. So ein YouTube-Video. Hab ich auch gesehen. Ja, da zeigt es einfach sein Vater. Sein Vater ist einfach irgendein Dude. So, und wenn du sowas bei Menschen auslösen kannst durch deine Lyrics, dann ist das schon auf jeden Fall auf einem sehr hohen Podest anzusiedeln. Ja. Und dann ist es nicht mehr fair, wenn man sagt, das war jetzt irgendwie so ein Hype oder so. So, weißt du so? Der Hype war auch da. Durch seine Persönlichkeit und durch Beef. Darüber, das ist für mich gar keine Diskussion wert, ob der jetzt, das ist einer der krassesten Rapper, den die Welt jemals gesehen hat. Richtig, aber das sehen nicht viele so heutzutage. Ja, ist mir egal. Also, ich weiß nicht, ob das Leute sagen, die überhaupt das Recht haben, das zu sagen. Keine Ahnung, kann ich mich vorstellen. Deswegen. Aber heutzutage ist ein bisschen der Inhalt in den Hintergrund gerückt. Ich glaube, da können wir uns alle darüber einigen. So. Ja. Das ist so ein bisschen nicht mehr so sexy, einfach. Und wie bei der Diskussion vorhin auch mit dieser Digitalisierung und dass der Computer dir viele Sachen abnimmt und so. Das, was wir heutzutage haben mit diesem Vibe und keine Ahnung was, ist ja auch alles wichtig. So Teil der Entwicklung. Geil wäre halt beides. Ja. Wer das beides irgendwie miteinander verschmelzen kann. Ja, alles, was ich so über die Jahre, es gab immer wieder neue Sachen. Früher hat man ganz einfach gereimt. Habe ich auch gemacht. Dann kam
Double Rhymes waren sehr wichtig. Habe ich mit in mein Repertoire mit reingenommen. Richtig. Dann war es wichtig, so vielleicht nicht immer so ganz so monoton zu sein, habe ich mitgenommen. Dann war es doch wieder wichtig, sehr, sehr monoton zu sein, ist auch mit in meinem Repertoire. Ich habe mir von allen neuen Dingen, die da so mitkamen, das ist alles heute mittlerweile ein Teil von mir. Also ich, das gehört dazu. Und auch dieses, was ich, wie gesagt, habe von den Neuen jetzt gelernt habe, dieses Vibe-Ding, dieses Gefühl, das habe ich halt von der neuen Generation mir auch dazu gepuzzelt, zu meinem Gesamt-Ich. Was ist Vibe für dich? Wollte ich auch gerade fragen. Weil wir hatten ja auch ein Vibe damals. Vibe ist, was man bei Techno zum Beispiel, was passiert, wenn der Drop kommt. Mhm. Ja? Oder alleine, wenn du weißt, dieser Teil vor dem Drop, der ist schon alleine, wenn man musikalisch spricht, der macht schon Vibe. Dieses, was in dir passiert, weil du weißt, was gleich passiert, dieses Gefühl, was halt ausgelöst wird. Und das, darum geht es hauptsächlich heute bei den jungen Leuten. Aber ich habe das halt zu einem Teil von meiner Musik dazu. Also ich achte halt mittlerweile auch auf Vibe, zu allem anderen, was ich vorher dazu gepackt habe, wie Doppelreime und mal monoton, mal nicht. Ne, auch mit Raps darauf achten, dass du in der Harmonie vom Instrumental bist. Ne, das hat trotzdem eine Melodie, auch wenn das gerappt ist. Trotzdem muss das in der Harmonie sein. Das sind alles so Dinge, die habe ich mit der Zeit immer dazu gepackt zu meinem. Du hast eher sehr vielseitig, Rapper. Was von dir schon für Produktion gibt. Kam dann auch damals mit Ty Jason dann. Und es gibt alles, ich habe Bergab ist einer meiner Lieblingstracks, das ist ja, so deep, so Mob Deep, so eine Sache, unfassbar, sehr vielseitig. Ja. Thank you, man. Ja, man, ich glaube, dass du bist ein so ein, du bist irgendwie so vom Flow her und so weiter, bist du für mich so ein Bread-and-Butter-Rapper. Also du gehst jetzt nicht auf den unorthodoxen Scheiß und hier und da so. Das ist alles sehr strukturiert. Man könnte es sogar, das soll gar nicht abwertend gemeint sein, als Basic bezeichnen, ja. Aber es sind trotzdem die Fundamente. Also das ist mir sehr wichtig. So, weißt du so, man merkt, dass das halt, wie du schon gerade auch natürlich angedeutet hast, da ist ein Konzept dahinter. Man macht das jetzt nicht unbedacht. Und es ist genauso wie beim Kampfsport. Wenn du jetzt anfängst, auf dem Boden irgendwie Jiu-Jitsu zu lernen, später kommen De La Hiva und Lapels und dies und das, aber dann gehst du zu den Basics zurück und mit den Basics gewinnst du die Kämpfe, sagt man immer. Wer die Basics beherrscht, der dominiert über die Fights. Es ist schön, diesen ganzen Firlefanz drumherum auch zu beherrschen und auch ein Verständnis dafür zu entwickeln. Das ist auf jeden Fall super vorteilhaft. Das kannst du dann auspacken, wenn du es brauchst. So, weißt du, kannst du aus der Trickkiste rausziehen. Ja. Aber die Fights gewinnst du mit den Basics halt. Ja. Weißt du, was ich meine so? Ja. Und das ist, glaube ich, so das Ding, so wie man deinen Rap-Style erklärt. So. Das passt gut dazu. Ja. Trotzdem, das Geile ist auch an Sigi, wie wir alle, du hast dich selber vermarktet. Also du hast aus deiner Welt erzählt. Das machen ja viele von den Neuen auch nicht mehr. Es sind ja so Fiktionen. Irgendwie war es immer Sigi. Ob du jetzt da auf die Elektro mit oder auf Carmen, Freestyle-Musik, so hier ist DVB und es ist immer Sigi halt. Das ist das Schöne, also Wiedererkennungswert. Ja, genau. Weil der Typ ist, man kennt den Typen. Der Typ ist halt auch bekannt und nicht nur seine Musik. Deswegen kann der Typ halt auch sonst was für eine Musik machen, weil es ist der Typ, den man da gerade hört und nicht in erster Linie die Musik. Vielleicht kannst du mir gerade helfen, lieber Sigi, ich nehme oft das Beispiel, weil ich mich oft auch immer, wenn ich die Jungs von Agro grüße, Halle, Spektor und Speiche, weil denen oft Unrecht getan dann damals, die waren super Labelstruktur und Spektor hat doch immer was gesagt, Sigi, dass man mit einem Rapper immer drei Sachen verbinden muss. Da hat er immer dich und Bushido als Beispiel genannt. Block, Maske, Joint oder irgendwas. Weißt du noch den Spruch von Spektor? Hast du noch? Muss man, dass man so drei Sachen verbindet. Block, Maske, Joint, das war ja alles. Also irgendwie, der sagte, dass wenn so ein Name fällt, dann muss man gleich sowas verbinden, irgendwie gleich. Halt. Assoziation. Genau. Achso, ja. Was macht Spektor eigentlich, der Genie? Das weiß ich nicht so genau, aber ich glaube, so, der macht immer noch Film-Sachen, Grafik-Sachen, Werbung oder so, glaube ich, macht er. Wenn wir jetzt beruflich reden, so. Privat, keine Ahnung. Wisst ihr, was der mit Cracker gemacht hat, als man die in den sozialen Medien öfter gesehen hat? Mit wem? Wir waren mit Cracker Valley eine Zeit, da hatte ich mir erst viel versprochen von, aber ich weiß nicht, ob was rausgekommen ist. Ach so. Die wollten mal was miteinander machen, so. Das hieß so Reset, das Projekt, aber es ist nichts geworden. Schade, Cracker Valley, hätte ich die auch eingeladen. Bei der Boogie Life Grill Party, da war eine Cypher auch. Hab ich gesehen bei dir auch. Es war so unfassbar. Kein Stress, nur angenehm.
War nicht Bullen am Ende da? Die machen immer Stress. Die haben wir im Griff. Ich habe extra gesagt, ist Ramadan, keine Nutten, dann kamen sie doch. Nee, aber auf jeden Fall hat der Cracker Valley ein A Cappella gemacht. Der ist so unfassbar, der Cracker Valley. Auch ein Charakter. Auch ein Charakter. Ja. Absoluter Charakter. Und auch sehr speziell gerappt, eigen und so, was halt auch wichtig ist. Und das, der, auch die Aussprache, sein SCH, sein Sch ist sehr, sehr speziell. Auf jeden Fall. Seine Persönlichkeit auch. Also mir, ein Rapper, der zum Beispiel jetzt kein super Techniker ist, der wird für mich noch ein bisschen interessanter, wenn, wenn er so eine Persönlichkeit an den Tag bekommt, die so die Farbe mit reinbringt. Weißt du so? Mhm. Es gibt halt Leute, die feiere ich einfach nur aus reiner Rap-Sicht, aber ich könnte mir jetzt keine 5 Minuten Gespräch mit dem Bruder anhören. Mhm. So, weißt du so? Das ist für mich einfach uninteressant. Mhm. Und dann gibt es andere Leute, die sind jetzt vielleicht nicht die Filigran-Techniker, aber dadurch, das, was sie sind, werden sie dann noch interessanter für mich. So. Weißt du so? Und Cracker ist halt auf jeden Fall jemand, der hat jetzt nicht durch Tech-9-artige krasse Skills irgendwie begeistert in der Anfangszeit. Nee, ist keine Mathematik, was er macht. Das ist halt einfach auch so Gefühl. Es war raw, richtig raw. So. Raw, aber er, man hat gemerkt, das ist ein Dude, so. Der ist so, wie er ist. Und das ist so ein spezieller Kerl. So. Jedes Mal, wenn ich mit Cracker zusammen bin, ist er genauso, wie er ist, wenn er in seinem Video steht. Ja. Weißt du, was ich meine? Ist auch nochmal so eine Sache. Ich habe ihn nie getroffen, persönlich. Letztens klingelt es nachts bei mir, kommt Cracker zu mir. Freue ich mich. Ja. Cracker Top. Ist ein sehr guter Mann auf jeden Fall und der verstellt sich nicht. Das ist auf jeden Fall sehr viel wert. Aber gut. Ja, ich weiß nicht, ob das der Herr sagt, mir ist scheiße. Ich muss euch zeigen. Solange ich schräg und du kannst daran nichts ändern. Alter, ich bin hier, wenn du mich suchst. Straßenkrieg gerade von dem Fugi nicht genug. Was ist los, alles klar? Da war er wieder. So. Geh noch Boogie Life. Das ist halt er selbst. Er ist halt er selbst. Ja. So. Single kommt am Freitag. Ein bisschen Werbung für die echten Dogs da draußen. Aber da gibt es keine Dings hier, ne? So, wegen dieser Schockmusik-Sache oder sowas. Habt ihr euch mal irgendwann mal was geschrieben, ausgesprochen? Gab es irgendwas? Nee. Gar nichts. Ich war gar nicht so richtig involviert in dieses Schock. Ja, auch nicht. Lustigerweise. Habe ich auch das Gefühl gehabt. Und es gibt Songs, wir sind zusammen auf Songs. Ja? Schon. Es gibt zumindest einen Song, auf dem sind wir zusammen. Okay, das auch. Okay. Der ist, wenn ich meine, ist es auch noch, wer ist da noch Oleg Sesh drauf? Das ist der Song von. Der Song ist von Chefkett. Chefkett? Der alte Banause. Das ist auch ein guter MC. Alter. Ja, verflucht Mann. Underrated. Der ist sehr krass. Underrated. Der ist sehr, sehr krass. Musiker, also der ist für mich ein Musiker. Ja, aber der kann auch ganz okay singen, also trifft die Töne ganz nett und so. Ja, der hat aber wenn er singt, ich finde, der singt ziemlich gut, weil es so speziell ist und so ein Quietschen, so ein Jammern hat, was ich sehr geil finde. Ich muss aber sagen, dass Chefkett kann auch verschiedene Rap-Styles sehr gut. Also er kann das Double-Typen-Ding, aber er ist auch ein sehr, sehr starker Live-MC und hat die Crowd absolut unter Kontrolle. So. Ja. Der Bruder ist wirklich underrated. Ich habe den auch damals extra deswegen auch gefeatured, wo ihn keiner kannte, weil mir das immer wichtig war, wenn ich jemanden sehe, der irgendwie Skill hat, aber den kennt halt keiner, ist noch interessanter. So, weißt du, was ich meine? So? Weil die fanden das damals komisch, dass Chefkett und ich miteinander was gemacht haben. Es war 2010, 11 oder irgendwas, weil damals haben die Kanaken und Streetrapper und so, haben so mit diesen Backpackern und so nicht so viel miteinander kollaboriert. Und es gab so diese Scheuklappen, gab es ein bisschen so mehr oder weniger, weißt du? Also Respekt an Chefkett, ich mag den Bruder sehr. Den schnappe ich mir immer auf Party. Immer hier auf einer Party bin, gehe ich mit Chefkett Freestyle. Eine Frage, was macht S-Rock? S-Rock, der King. Kennst du S-Rock? Den kennt B nicht mehr. Der ist so alt. Rüdiger, oder? Ja. Rüdiger heißt er? Ja, der war Freestyler. Der war der Freestyler in Berlin. Der hat nur gefreestylt. Der hat nie Texte geschrieben. Der hat sein Leben lang, der freestylte den ganzen Tag S-Rock. Und was hat er noch gemacht? Boxer war. Denkst du nicht? Der war Amateurboxer. Boxer? Ja, Amateurboxer. S-Rock. Hoffentlich lebt er noch. Kennst du noch Kerner? Na klar. Ey, Dicker, Kerner war White Trash, fucking you girl. Kerner war schon, als wir Kinder waren, Assi. Der wohnt jetzt in Amerika, aber, ne? Miami oder so? Nee, du verwechselst mit Diaz, verwechselst du, oder? Nein, der wohnt ja in Kerner auch nach Amerika? Ja, der wohnt auch in Amerika. Der rothaarige Kerner. Ja, deswegen feiern wir Duke jetzt Kissing, wegen so Leuten, weil wir mit dir aufgewachsen sind. Ich bin mit dem nicht, aber ich kenne die halt. Aufgewachsen, also Jugend. Da gab es noch Blockwart P und so die Leute. Blockwart P, Kantate. Ja, wen hatten wir noch? Kantate. Aber nicht Johannes B., ne? Was macht Messer Messhut? Das weiß ich nicht. Messer Messhut? Ich hoffe, dem geht's gut. Was macht Gauner? Der ist bestimmt in der Psychiatrie posttraumatisch. Was hatte der für einen Beruf eigentlich? Gauner, bestimmt Sozialpädagoge. Sowas, ne? Bestimmt.
Ja. Und Gauner war halt echt krass, riesen Respekt für die Nehmerfähigkeiten, da mit meinem Boxen war. Also, du hast Gauner noch auf dem Schirm, der mit den Rastern, der weiß. Ja, klar, ich hab doch mit Gauner auch ein Lied. Ey, Dicker, ey. Hast du Song mit dem? Ja. Respekt dafür, aber ey, sag mal, der ist doch immer in die Gasse gekommen. Der war auch immer. Der war auf jedem, also Hip-Hop-Jam und so weiter. Der, ja, war immer da. Der war der Chef von den Ostlern. Ja, der Chef von Ostlern, ja. Ja. Der Chef von den Ostlern. Na, ja, ja. Der wurde immer gedisst. Weil er war ja in Berlin hier zumindest. Jetzt erinnere ich mich wieder an Gauner. Ja, ja, jetzt weiß, ja, ich mit wieder. Mit so lange Dreads hat er gehabt. Ja, 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 immer, genau, stand, genau, eigentlich, stimmt, immer so auf der Bühne, ja, und haben die Dreads so. Er hat die East Coast auch hart repräsentiert. So. Ja, ja, klar. Ja, 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 er hat den Streit auch angefangen, glaube ich, hier mit Ost-Berlin und West-Berlin. Ja, das, ja, ging von ihm aus. Einmal ist King Carey mit zur Gitarre. Die hat er sich vor Gauner hingestellt. Gauner, du bist ein. Der will den Westen, Digga. Ja. Der will den Osten. Ja. Wie auch immer. Das, ja, war hart. Das war hart. Ja, wenn wir schon dabei sind, ich glaube, die Zuschauer, die würden uns bei der Verfluchung, wenn wir Sigi nicht auf Pocher ansprechen, Digga. Auf Pocher? Ja. Ach so. Ja, hattest du nicht mal irgendwas mit dem, bevor irgendwas war? Ganz oft schon. Du hast schon öfter was mit dem, ne? Ja, ganz oft schon. Aber, ja, wen hast du damals weggeballert da? War das Pocher? Nee. Wen hast du, du hast bei irgendeiner Castingshow eine gedonnert, Digga? Ja, in Österreich. Wer war das? Dominik Heinzel. Dominik Heinzel kenne ich gar nicht. Ich dachte, das, nee, wäre irgendwie so ein Bekannter gewesen, Alter. Nee, aber der Pocher, der, ich hatte mal eine, ich sollte mal eine Laudatio machen, ich glaube beim Komet oder so, da hat er moderiert. Okay. Und während meiner Laudatio geht auf einmal die Boxen an, die Lautsprecheranlage, und da, ich höre so einen Rap von irgendwo. Da kommt ja als dieser Rapper, den er gespielt hat. So, dann hat er sich so eine Bomberjacke angezogen und hat so einen, okay, Rapper immer gespielt und kommt auf die Bühne und will so Freestyle-Battle mit mir machen und fängt so an, so mit irgendwelchen Lines, und ich habe gleich richtig zugehört. Ich so, was will der jetzt? Nimm das Mikrofon von ihm und fang an zu rappen, mach zwei Sätze irgendwas mit. Und da ging es darum, dass seine Freundin, die halt, glaub, Sadie Meyer-Wölden war zu dem Zeitpunkt. Ja, stimmt, Alter. Die habe ich in diesem kurzen Freestyle Crack-Braut genannt. Und dafür habe ich am Ende, glaube ich, 10.000 oder 15.000 Euro bezahlt. Alter. Das ist zum Beispiel passiert. Ja. Es sind ein paar Dinge mit dem. Aber meine Mutter hatte ihn auch schon mal am Schlawittchen bei irgendeiner Aftershow-Party von irgendeinem Film in einem Club. Und meine Mutter saß in der VIP-Ecke und Pocher lief vorbei. Und sie sagt: Olli, komm mal her. Und er kam so hin. Und dann saß meine Mutter, meine Schwester, der saß so neben zwischen den beiden und sieht nur die ganze Zeit vom Weiten, wie die ihm so Ansagen machen. So anpippen, und er wird immer kleiner neben den. Sie, da jetzt fragen. Bei Frohes Fest ist es wirklich deine Mama? Ja. Riesenrespekt dafür. Riesenpropst. Ja, das ist meine Mutter. Immer wenn meine Mutter auf irgendeinem Song war, war es auch meine Mutter. Das ist öfter passiert. Crazy. Meine Mutter hasst Rap. Bei mir ist der Papa, der war ja auch immer bei Goldschallplatten mit und so. Der feiert das. Meine Mama feiert Camp. Deine Mama hört dein Rap, ja? Geil. Schöne Grüße. Ja, mein Papa, der kennt ja alle von früher. Geht gerade nicht gut, aber der kennt euch alle. Gute Besserung. Dankeschön. Ja. Aber Mama mag kein Rap. Sie finden interessant, dass deine Mama Rap hört. Ja. Oder das so annimmt, die sich nicht, nee, schämt für das, dich auf. Nee, sie hört das, sie hört das alles und vergleicht das und, ja, will eben auch meine Meinung zu anderen Leuten wissen, die sie gerade gehört hat. Und so. Darf ich mal fragen, was sie für ein Baujahr ist? Die Nachkrieg oder Vorkrieg? 53. 53 Baujahr, also kurz Nachkrieg, ne? Ja, also 8 Jahre Nachkrieg. Nee, also wann war der vorbei? Ja, 45. Ja. Ja, habt ihr ein gutes Verhältnis? Es ist schön, dass sie dann auch, ja, so, also kann man sagen, sie ist stolz. Ja, ne? Ja. Aber stolz. Früher bei den ersten Platten, als sie noch im Plattenladen waren, die CDs, stand sie dann immer im Mediamarkt an dem Regal und hat geguckt, wer mein Album kauft. Manchmal ist sie hingegangen und gesagt, das ist mein Sohn. Ah, Hammer, sehr schön. Das ist die schönste Geschichte, die ich heute gehört habe. Ja, das ist cool. Ey, toll, toll. Also, Mama ist stolz auf mich, stimmt. Und da war, deswegen frage ich, weil sie so oft vorkam, war nicht von Mama auch noch der Sample dann richtig in ihre Stimme. Hm? Und bei Bushido, Mann, wie du aber fremde Mutter ansprichst, ich glaube, du musst dir mal zeigen. Und so. Hm. Es gibt auch ab und zu Songs, da sprechen meine Kinder mit, meine Söhne. Ja, du hast auch schon was gemacht bei Off Songs, ne? Crazy, da müssen wir mal sagen für die Zuschauer, ne? Hier. Ja. Tim, der Nachwuchs ist am Start. Ja, aber einen Applaus für den Nachwuchs hier. An diesem Tisch wird nicht gelogen. Großer. Ja, das ist mein Sohn, der Echo, ja. Er ist nicht so schön geworden. Und dann Echo. Ja. Echo ist der Beste, Alter. Folgt ihn auf Instagram. Folgt Echo. Ey, wirklich, er kriegt Probleme. Ey, Tim, ist alles Pogu, Omega Lull, das ist alles gut. Omega Lullig hier, was ich hier mache, ist alles okay? Gib mir mal ein Zeichen, ist Omega Lullig oder Lullig, was ist das? Alles gut? Echo gibt auch den. Wie würde man das jetzt sagen? Alles Roger bei Twitch.
Naja, aber mit diesen Dings, mit Pogu. Was heißt das? Was heißt denn Omega Lull? Lol, Omega Lol? Omegle? Chatobate, was heißt denn das alles? Ja. Naja, aber irgendwie sowas müsste man jetzt hier kommentieren, bitte. Mein Sohn heißt ja Paul, der will YouTuber werden. Ja? Ja. Und ich, also ein Wort kann ich überhaupt nicht hören, das sagt er nicht, sagen andere. Lit. Lit, ganz ja. Schlimm, tut mir weh im Ohr. Lit ist, wenn es angezündet ist, ne? Wenn es on fire ist, ne? Richtig. Mhm. Ich guck manchmal Big Lit. Big Lit. Ja, Big Lit, genau. Cringe ist das Wort, was die meisten benutzen, von dem die meisten nicht wissen, was das heißt. Ja. Das ist so lustig. Ich dachte immer, das ist dieser Grüne von Weihnachten gemeint. Ne? Ja, Cringe. Ach, Grinch. Ja, ist es ja nicht, ne? Nee, das ist ein anderer. Wer ist denn dieser Cringe? Das ist ein anderer, der Cringe. Der Cringe ist der von He-Man, die Katze. Der immer. Yeah, Baby, Cringer. Das kommt ja von da. Cringe, ist ja zusammenzucken. So. Ja. Gibt's eine geile Punchline von Cuba Link. You talk about you got the largest finger, but you got the heart of Cringer. Ja, Battle Cat, Baby. Das kommt von da auf, diese ganzen Anglizismen und so, also das Englische. Hast du das gegoogelt? Das hat komplett, was denn? Hast du das gegoogelt wegen Cringe, wegen Dings? Achso, weil es dich cringed, wenn ja, das ist peinlich. Cringe heißt peinlich. So, du zuckst zusammen, so, peinlich. Ja, Fremdscham. Okay. Kringi. Hast du mit He-Man getalkt früher, Digi? Ah, du bist ja auch überhaupt, ich weiß nicht mehr. Stimmt. Ja, aber doch, He-Man war schon so ein Ding, aber ich hatte diese Figuren nicht. Ich habe die nur bei Kumpels immer gespielt. Ja. Du warst ein Broke Motherfucker, wa? Mhm. Meine ich Mutter war hat mir alles versucht, immer klar zu machen, aber dann hat sie mir halt die Woolworth-Version von diesen. Die Woolworth-Version? Ja. Oh. Ja. Von diesen Figuren. Die waren so ein bisschen dünner. Die hatten nicht genug Muskeln und so. Ich hatte schon die Figuren, ja, aber die Burg und so hatte ich nicht. Aber die habe ich mir nachträglich gekauft beim Trödelmarkt. Die mit dem Mikrofon? Ja, ja, klar. Schlotterburg und so. Ja. Und meine Mama hat immer... Grayskull? Aus Grayskull habe ich auch. Ich sag ehrlich, Digga... Ah, Digga, du warst voll der Bonzer, Digga. Ich wollte gerade sagen, Digga, wir hatten immer... Mein Vater war Angestellter, meine Mama war Krankenschwester. Wir hatten im Vergleich... Manchmal war ich neidisch auf die Assi-Kinder. Die haben nie Ärger bekommen, weil sich keiner um die gekümmert hatte. Aber trotzdem waren wir halt nicht irgendwie so, dass das Geld geschissen wurde. Und wenn ich diese Hip-Hop-Sachen bekommen wollte, da hat meine Mama immer gesagt, da müsste mein Herz ein Affe sein, verstehe ich auch. Da waren ja immer 88 so auf dem Kuder. Ihr kennt doch ganz normale Arbeitersachen, was Hallis auch verkauft hat. Oder Superstars, die waren so überteuert. Karat und so. Karat, genau. Mhm. Aber bei Spielzeug auch, glaube ich, manche Sachen hätte ich bekommen, da ging es nicht ums Geld, das war so brutal. Hattest du einen Gameboy? Mein Bruder hatte ihn. Das war auch ein Traum von mir, nein. Du, ihr wart sehr arm, Sigi, wa? Sehr arm. Sehr, sehr arm. Ich meine, bei B ist klar, wegen Flucht auch, das hat er schon oft erwähnt, aber du warst ja eigentlich wie Abu Langwitz, du warst ja auch ein Flüchtling, kann man sagen. Also warst du broke wie ein Asylant, wa? Ja. Genau. Abu Langwitz und Chapman haben wir auch richtig in so einem Container auch mal kurz. Also Chapman, nicht Abu Langwitz. Genau. Ja, ich habe im Asylantenheim gewohnt. Ja. Wie lange? Anderthalb Jahre, verschiedenen. Verschiedene. Und so. Koloniestraße. Auch noch in den schönen. Ja. Aber irgendwie hast du auch einen Vorteil. Ich habe Gott sei Dank nur ich habe erst später in der Jugend dann das mitbekommen, als ich mit dem Elternhaus getrennt war. Armut, also nichts zu essen haben, auch gute Zeit. Mal kurz bis zum Überfall. Ich habe das alles nicht so realisiert zu der Zeit, weil für mich war das halt, bevor es den Vergleich nicht gab, bevor man mir nicht auf die Hose geguckt hat und auf das kleine rote Schild von meiner Hose geguckt hat hinten und gesagt hat, da steht nicht Levis, da steht Levos. Und ich gemerkt habe, das ist so wichtig. Und davor war mir das alles egal, da war mir halt meine Familie da und arm und so, das gab's nicht. Wir haben gegessen. Ja. Ne? Und die Familie war da, wir haben uns alle umeinander gekümmert und wir hatten eine Zeit, Und ich meine, Armut habe ich erst gemerkt durch den Vergleich, den man mir irgendwie aufgezwungen hat. Schön gesagt. Ich wollte nur drauf eingehen. Ja. Schön gesagt, ich wollte nur darauf eingehen, dass man dann, dass du jetzt dann noch mehr wahrscheinlich die Sachen dann voll schätzt, halt auch jetzt. Also, ja, dass man mehr schätzt, weil viele Sachen, ich sage immer hier im Podcast, ich habe bis 14 mit Brot geschmissen oder bis 13. Ich weiß nicht, ich muss nichts schätzen, weil ich nichts brauche. Also, das bisschen, was ich so. Was man so braucht zum Leben. Und Lachen von mehr Timmy, ich brauche halt nichts. Junior gibt dir Power. Ja, ich brauche, das ist eine Sache, ich brauche, dass es denen gut geht, dass es meinen Liebsten gut geht, dass die auch haben, alles haben, was das denen Erfolg, zusteht wie und so weiter. Auch gesagt hat. Sehr schön, wie man aber auch ich brauche halt nichts. Ich brauche nichts,
nichts, was ich mir kaufen kann, kann mich definieren. Und auch mein Geld definiert mich nicht. Hat mit mir und meiner Person nichts zu tun. Das möchte ich so halten. Ja, was er meinte, ist halt so diese Diskussion von Erfolg und so. Erfolg ist nicht immer Geld. So. Nee, weißt du? Nein. Ja. Erfolg muss man sich auch selber stecken, die Fahne, wo die steht da hinten. Und da musst du hinlaufen. Und das ist dein Erfolg. Du darfst ja auch nicht diktieren lassen, was dein Erfolg sein soll. Indem du musst das und das sein, du musst das und das werden. Nein, du bist der Träumer deiner Träume. Ne? So, und niemand anders. Weißt du, was ein Traum ist? Die sind alle auf Augenhöhe. Ja. Ayatollah von Kreuzberg, Comedy-Minister aus Deutschland, Bürgermeister aus Langfitz, irgendwie sind wir alle auf Augenhöhe und alle Eifertiere. Aber auch bei uns Eltern, oder auch, das habe ich letztens bei Savasch bemerkt, du bist kein Süßholzrasten, ein sehr, sehr bodenständiger Typ geblieben. Du und Savasch, das fällt mir immer auf, weil man muss auch ehrlich sagen, vielleicht seid ihr gar nicht so bodenständig, aber die anderen, wenn sie einmal einen Hit haben, sind so arrogant. Arzt nehme ich auch aus, und Manni mag meine Familie, aber du und Savasch, ihr seid sehr extrem. Aber kann man bodenständig sein, wenn man S-Klasse fährt, ist die Frage? Klar. Ich frage aus der Außenperspektive. Ich habe eine andere Sicht darauf. Aber ich denke mal, dass viele Leute das so auch sehen, dass wenn du jetzt irgendwie eine fette Karre fährst, du hast eine Rolex um deine Hand rum und so weiter, wenn man dann sagt, ey, der Typ ist bodenständig, das passt für viele gar nicht. Na doch. Also für mich passt das schon. Und ich häng's nicht an die große Glocke, was für ein Auto ich im Zweifel fahre oder besitze. Und ich kann so viel sagen, ich besitze eins. Und das ist nicht mal gekauft, das ist hier auf VIP-Leasing. Ne? ja, klar, was brauche ich mehr? Ich brauche ein Auto, was mich irgendwo hinfährt. Ist schon ein bisschen was Besseres, aber ist halt nicht mal gekauft. Ich besitze bin kein Besitzer eines Autos, sondern ich bin ein VIP-Leaser eines Autos. Mhm. Fertig. Ich habe Uhren, ich habe eine Uhrensammlung, das ist eins meiner Hobbys, aber ich poste meine Uhren nicht, ich habe die noch nie gezeigt. Ich werde oft gefragt, willst du deine Uhrensammlung nicht mal zeigen? Nö. Mhm. Das ist halt meine Uhrensammlung und ich will daraus keinen Hehl machen, weil das nichts mit mir zu tun hat. Die Leute sollen nicht denken, dass mich das ausmacht und das werden die denken, wenn ich das poste und an die große Glocke hänge. Das cool hat aber mit mir nichts zu tun. Sehr gut. Weißt du, was da auch nochmal die Brücke ist zu dem, was wir vorhin geredet haben, ist ja auch dieses, dass man nicht dem Trend hinterherrennen muss, um erfolgreich zu sein, jetzt sage ich mal als Musiker, so, aber es ist auch, denke ich mal, eine sehr entspannte Position oben auf der Pyramide. Weißt du, was ich meine? So? Was? Ich komme jetzt immer wieder mit der Pyramide, jetzt, weil ich weiß, das triggert dich. Du weißt, was ich meine. Nehmen wir mal die Pyramide weg, sagen wir mal an der Nahrungskette. Wenn man jetzt als Musiker, als irgendeine Form von Künstler finanziell abgesaved ist und man ist immer oben am Mitspielen und wird respektiert und keine Ahnung was, dann kann man die Sache ein bisschen entspannter betrachten und dann braucht man das auch nicht zum Profilieren und so weiter. Vielleicht ist es eher so eine Sache von Leuten, die up and coming sind. So. Oder die wenig Aufmerksamkeit in der Kindheit bekommen haben. Das sind Leute, die das nur dafür machen. Für diese Aufmerksamkeit, meinst du? Ja. Für diese Aufmerksamkeit. Ja. Die denken, das ist eine Natur, leicht irgendwie an Aufmerksamkeit zu kommen. Da geht es gar nicht um die Musik. Da geht es gar nicht um das, was man machen muss. Für die ist das halt Mittel zum Zweck für diese Aufmerksamkeit. Die aber nicht wirklich diese Liebe, aus der wir das machen. Ne? It's a shame, only in the rap game, only for the money and the fame. Paparazzi. Es ist einfach nur ein Werkzeug, ein Tool, also so ein Ding für die. Deswegen klingt das auch wie ein Ding. Ja. Und ich verurteile die auch gar nicht, wenn es irgendwelche Hustler sind, die tun mir auch nur irgendwie leid. Weil ich weiß, wenn abends Belasch am seinen Faden nachher pumpt, ich Matthias Crime, du mein Blog, ist Party in the House. Also ja. Man ist halt stolz auch, du man weißt, was ich meine. Überlegen. Viele von denen wir da sprechen, das sind auch Leute aus dem Viertel trotzdem. Also das sind trotzdem Leute, die es irgendwie rausschaffen möchten. Aber für die ist das halt Mittel zum Zweck, wie, also deswegen ist mit Sport aus dem Viertel zu kommen, das musst du immer noch können. Also da gibt's kein Schummeln oder irgendwas. Da musst du halt der beste Basketballer, der beste Fußballer sein. Es gibt ja entweder kommst du mit Rap aus dem Viertel oder mit Sport oder mit so. Oder mit Mord. Ja, so. Aus dem Viertel in die Zelle. Ja. Ja. So, aber ja, dieses Rap-Ding, dass das so einfach ist, dass das ein Computer für dich alles machen kann im Zweifel, das ist halt ein sehr einfaches Tool, zu versuchen, da rauszukommen. Ich habe es ja geschafft, ganz früh aus Langfitz zu kommen, schon mit Anfang 20 nach Zehlendorf-Dahlem, weil die Psychiatrie da war.
Wenn man sich heutzutage anguckt, auch wie die Labels und so weiter operieren, ist auch eine Sache, die mich persönlich so abfuckt. So, weil, nicht, weil ich selber mich in der Situation sehe, weil ich gehöre dazu. Aber es wird heutzutage zum Beispiel auf ein gewisses Alter Wert gelegt. Also wenn du eine gewisse Altersstufe überschritten hast, bist du dann eigentlich quasi durch. So. Weißt du, was ich meine? So? Und das ist so genauso, als wenn man sagt, meiner Meinung nach, irgendwie, weißt du, wir haben eine Frauenquote zu erfüllen. Wir setzen jetzt irgendwie eine Frau dahin. Sie ist vielleicht gar nicht qualifiziert genug, aber sie ist eine Frau. Das ist ja, so. Das ist ja Tatsache. Ja, das ist so. Und bei den Rappern heutzutage gibt es Leute, wenn ich jetzt A&R wäre oder so weiter, würde ich jetzt anstatt jetzt vielleicht dem 16., 19-Jährigen, der jetzt gerade auf meinem Tisch liegt, den ich 250.000 hinlege, jetzt erstmal für den Erstdeal, da würde ich dann vielleicht Alter sagen, ey, weißt du was, aber der Typ ist 32 irgendwie, aber der hat halt auch mies Potenzial, gib ihm doch wenigstens irgendwie 50, damit er arbeiten kann, damit er hustlen kann, so. Weißt du, was ich meine so? Aber dieses Kriterium des Alters, dass man das als zum Ausschlusskriterium gemacht hat, das bringt auch die Sache nicht vorwärts, Mann. So, weißt du, was ich meine so? Das ist schade. Algorithmus hat das entschieden, ja, mit dem Alter. Das ist so halt so eine Rechnung. Das ist ja wie bei der Versicherung. Und das hat halt nichts mit Talent oder irgendwas zu tun. Das ist halt eine Rechnung, die da machen. Und es gibt auch diese Firma iGroove oder wie die heißt, wo genau. Mittlerweile mit, die machen ja gar nichts anderes. Die gucken sich deine Historie an, gucken alles, was du verkauft hast und was du wahrscheinlich machen werden würdest. Mhm, und daraus errechnen die dir einfach deinen Vorschuss und was du wert bist. Das wird einfach errechnet und hat nichts mit irgendeinem Satz zu tun, den du geschrieben hast jemals. Das ist richtig. Diese Entscheidung. Wir haben auch Boogies Kram auf iGroove rausgebracht, den letzten. Und da haben wir auch zum Beispiel das gar nicht erst gemacht. Wir haben nichts berechnen lassen und wir wollten auch keinen Vorschuss. Wir haben es einfach selbst bezahlt. Ja. So, weißt du, weil... Ey, weißt du, so, wenn du so, ich verstehe dieses Vorschussprinzip manchmal, aber auch nicht immer, weil es letztendlich auch ein Kredit ist. Ich glaube, viele Künstler sind auch an diesem Ding auch zerbrochen, Alter. Weißt du, ich habe von Leuten gehört, die den Vorschuss genommen haben und das amerikanische Prinzip von erstmal Fettkette und Auto, so, damit ich angekommen bin, so. Und dann funktioniert es aber dann doch nicht mehr so gut, Bruder. Und das Geld muss ja irgendwo wieder zurückerwirtschaftet werden. Es gibt ja sehr selten Vorschüsse, die nicht zurückzahlbar sind. So. Doch, weißt du, gibt's. Gibt's schon, aber nicht für die ich meine. So, weißt du? Ja, am Ende sitzt man jetzt nicht unbedingt auf den Schulden. Wahrscheinlich in erster Linie sitzt man auf den Steuerschulden. Das auch nochmal. Am Anfang. Ja. Oder Vertrag. Kann auch passieren. Einfach, dass man nicht erfüllen kann, dass man nicht abliefern kann. Auf einmal kommst du vielleicht in eine Sackgasse rein, vielleicht hast du Schreibblockade. Oder es gibt viele Junge aus dieser Shisha-Generation, die zum Beispiel dieses, scheiße, ich muss den nächsten Hit jetzt ballern. Ja, klar. Weißt du, was ich meine so? Ja. Weil das hängt jetzt alles davon ab, sonst kriege ich keine Verlängerung, Alter. Ich habe jetzt gerade so und so viel für meine Kette und dies bezahlt für mein Auto. Aber ich muss doch weiter diesen Lifestyle nach außen hin auch präsentieren. Ja, die leben alle auf viel zu großem Fuß. So, mehr oder weniger. Machen einen Hit, gucken gleich bei Immobilien-Scout nach. Das wäre ja gut. Sido und ich haben erst. Das wäre ja gut. Wir haben doch erstmal die ersten Jahre nur in Muskeln und Tattoos investiert, weil es Finanzamt nicht fänden kann. Ne? Mhm. Naja, aber wenn die wirklich mal von dem ersten Geld direkt mal gucken, dass sie Immobilien kaufen, am besten nicht für sich selber, sondern eine, die für dich abbezahlt wird von, ne? Wenn sie mal so schlau wären. Aber die kaufen ja tatsächlich, wie du sagst, halt diesen Quatsch erstmal, diesen neureichen Scheißding, dass man sich kauft, wenn man alle neureichen kauft. Der Grund, warum Uhren wieder so in die Höhe schießen. Viele Leute sind pleite seit Corona, aber es gibt sehr, sehr viele Neureiche. Und was wollen die haben als allererstes? Die teuren, goldenen Uhren. Und deswegen sind die gerade wieder so gefragt. Und Rolex schießt so durch die Decke, ja, weil es halt sehr, sehr viele Neureiche gibt. Das ist doch so ein altes Prinzip aus dem Puff, Bruder. Die Nutten sagen das doch schon. Die Nutten sagen doch, du erkennst jemanden, ob er Kohle hat oder nicht an seiner Uhr, Digga. Die Nutten heften sich an dich und gucken auf deine Uhr erstmal. Ja. So. Am Kudamm in jedem Laden, wo du reinkommst, gucken die auf deine Uhr. Das ist es. Aber ich dachte, wenn man genug Geld hat, muss man Puff nicht mehr auf die Uhr gucken. Keine Hoffnung. Digga, würdest du dich selber so als Dings hier, so als Business-Typen überhaupt bezeichnen? Als Typ mit Ideen und einer mit Leuten, die das umsetzen können. Aber hast du die Abgewichstheit für so einen richtigen Business-Bro? So? Nein, ich habe nicht die Abgewichstheit für einen Milliardär. Die Abgewichstheit eines Milliardärs habe ich nicht. Aber ich habe die Abgewichstheit eines Menschen, der Bestätigung durch Erfolg, also durch geschaffte oder ausgeführte Ideen hat. Dadurch kriege ich Bestätigung. Wenn ich merke, ich hatte eine Idee und die funktioniert, das ist halt meine Bestätigung, davon zehre ich.
Das ist so, warum ich Business mache. Und die Art und Weise, wie ich Business mache. Ich mache nichts, wofür ich mich nicht interessiere, nichts, wofür ich nicht dir lange Vorträge für halten könnte und alles drüber erzählen könnte. Ich mache halt nichts einfach nur fürs Geld oder fürs Business. Aber es gibt halt viele Leute, die im künstlerischen Bereich, Rapper vor allem, kennt man selber, die durch schlechte Beratungen sehr, sehr viel Geld verloren haben. So. Ja. Es gibt halt immer Leute, die halt anderen vertrauen. Ich meine, irgendwie machen wir das alle. Ich meine, ich vertraue auch meinem Steuerberater. Ich habe auch keinen Bock, das selber zu machen. Ja. So, weißt du so? Aber wenn der mich fickt, dann hat er mich gefickt. So, weißt du so? Und so viele schlechte Beratungen, weil je höher du aufsteigst, desto mehr Geier kommen ja auch. So. Ne? Die Hyänen und so weiter, die wollen alle so ein Stück vom Kuchen, tun so, als wenn sie Freunde sind und so weiter. Und wenn du dann jemand bist, der sagt zum Beispiel, ey, weißt du was, ich kenne mich mit Finanzen nicht so gut aus, ich kenne mich mit der Wirtschaft nicht so gut aus und so. Bro, mach du das mal. Ich möchte mich einfach nur aufs Web konzentrieren. Hat man schon so oft gehört, ne? Ja. Kann schon ein Fehler sein auch, ne? Ist ein Fehler. Nicht kann, ist ein Fehler. Gib mal ein paar Tipps für die Leute, die in so einer Situation sind, Jugendliche und so weiter. Egal, was für ein Geld kommt, pack die Hälfte weg. Mach dir direkt zwei Konten. Wenn du zur Bank gehst und dein erstes Konto aufmachst, mach direkt noch ein Konto auf, wo du die Hälfte wegpackst für Steuern. Also das Erste, was ich sagen kann, da ist jeder mit der ersten Kohle dran gescheitert. Da kommt Geld, du gibst das komplett aus, die Hälfte gehört aber gar nicht dir. So. Und du bedenke auch, dass es zwar nicht ganz die Hälfte ist, was du wahrscheinlich steuerschuldig bist, aber du wirst für das nächste Jahr einen gewissen Vorschuss zahlen müssen, alle 3 Monate. Und den zahlst du dann halt von dem Rest, der noch übrig bleibt, von den 50%. Ich muss in manchen Jahren sogar mehr als 50% zur Seite packen, weil ich weiß, das wird sonst ein Loch reinreißen. Mhm. So. Aber es musste ich halt auch lernen, schmerzhaft lernen. Mir ist halt auch, ich bin viele Jahre meinen Steuern hinterhergerannt, um dieses Loch, was am Anfang da entstanden ist. Und das ist halt so. Wenn ihr am Anfang verkackt, tragt ihr das viele Jahre mit euch rum, bis das Loch gestopft ist. Und das hat mich ein bisschen Zeit gekostet. Was ist mit den Beratern, Managern, also die Negativen, die Geier, die Hyänen? Ich, dann kann ich dir nur raten, es gibt eine Sache, die sehr wichtig ist, man muss es schaffen, ehrlich zu sein mit sich selber. Das ist das Allerschwerste, was du überhaupt machen kannst. Ehrlich zu sein zu anderen macht sogar manchmal Spaß, ne? Weil du dann so bestätigst, ja, war ehrlich. Aber ehrlich zu sein mit sich selber ist richtig, richtig schwer. Hast gesagt. Und wenn du dann weißt, wo deine Fehler sind, wo du halt diese Löcher hast, das musst du erstmal rausfinden. Ernsthaft und dir so sagen, das kann ich nicht, das kann ich nicht, ja, ich kann das halt nicht. So, dann musst du einen guten Blick haben für die Leute, die diese Löcher füllen. Und das kann halt auch mal Auswechslung bedeuten und Reparatur und so weiter. Das dauert, das ist halt eine Phase. Aber du wirst Leute finden, die diese Löcher für dich stopfen und ich habe die. Da bedarf es nicht mal mehr Kommunikation in manchen Sachen. Oder, ne? Also man weiß, ich bin dieser Teil. Ich bin der Teil in ihm, ich bin der Teil in ihm und so weiter. Und das funktioniert halt sehr gut. Das sollte man versuchen zu lernen. Aber in erster Linie diese Löcher finden in sich und so ehrlich sein und sagen, ich kann das nicht. Krass gesagt. Interessante Aspekte. Also die Jugendlichen da draußen, glaube ich, brauchen auch öfters mal so ein bisschen Advice so von den Leuten, die alte Hasen sind, weißt du, die es auch gerissen haben halt. Weißt du, was ich meine? Kommt mir so vor, als wenn so auch so gewisse Connection fehlt, so zwischen den. Zwischen oben und unten, zwischen alt und jung und keine Ahnung was, so, weißt du? Vielleicht ist der Community-Gedanke da irgendwann flöten gegangen und dadurch kommen dann auch solche Sachen zustande. Aber ich denke mal, dass viele Leute, wenn sie mehr Sidos gehabt hätten, denen sie zuhören können und so, hätten sie vielleicht einige Fehler einfach vermeiden können. So. Mhm. Weißt du, was ich meine? So? Ja, ich mache das aber auch in erster Linie und helfe auch vielen Newcomern. Auch so, ich habe nie was davon im Grunde. Ich habe noch nie von einem von meinen Künstlern, die ich rausgebracht habe oder denen ich geholfen habe, irgendwie partizipiert, außer von Mark Forster. Mhm. Ihr könnt auch rumfragen. Noch nie hat mich ein Deutschrapper, auch schon gar nicht aus Berlin, für ein Feature bezahlt. Stimmt. Mhm. So. Geil. Applaus dafür erstmal. Aber ich kann die andere Seite auch verstehen, muss ich sagen. Wenn, ja, auch. Es gibt auch. Diese auch dieses Modell, was aus Amerika kommt, auch wenn wir Freunde sind, Business ist Business und so. Ja, muss nee. Aber, selber wissen. So, ich weiß jetzt nicht mehr, ich weiß gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Features bezahlen. Wir haben gerade geklatscht, weil du. Ey, mit den Jugendlichen auch, mit der Connection, dass du sie berätst teilweise. Ach so, ja. Ich mache das, weil ich das halt nicht hatte und mir immer so jemanden gewünscht hätte. So ein Mentor, irgendjemand. So, ich hatte dann nach oben keinen Griff. So. Ich musste irgendwie mich an der Luft hochziehen oder so, keine Ahnung. Learning by doing? So am Job lernen? Ja. Und zum Glück in sehr kleiner
Form. Ich habe viele Fehler gemacht, aber halt nur vor 50 Leuten, vor im kleinen Kreis und so weiter. Heutzutage haben die einen Hit und müssen direkt dann vor 10.000 Leuten dann spielen, weil die einen Hit haben und die Halle voll machen mit Tickets. So, und die lernen halt, die lernen vor 10.000 Leuten, wie man eine Show spielt. Absolut. Das ist crazy. Ja, Mann. Es ist ja auch nicht nur musikalisch, es ist auch diese Öffentlichkeitsarbeit, was wir vorhin geredet haben mit der Persönlichkeit der Leute und so. Ich meine, guck dir das mal an. Bist du ein Fan davon, was stattfindet? So Sinan, Bruce und Manuel und keine Ahnung was. Also mir kommt so vor, als wenn Privatsachen teilweise an die Öffentlichkeit mittlerweile getragen werden. Ich verstehe nicht, warum das so 2 Wochen lang jeden Tag irgendwie Thema sein muss und die darüber sprechen und nicht irgendwelche Presse oder Medien berichten darüber, weil das irgendwie ein Thema ist, sondern die unterhalten sich im Internet miteinander über dieses Thema. Da verstehe ich es schon wieder nicht. Ich frage mich immer, warum passieren so eine Dinge? Und die Frage ist halt, warum passiert das hier? Ist die erste Frage. Und die Antwort ist im Grunde, weil man das so möchte. Warum passiert es mir nicht? Warum passiert es mir nicht? Weil ich kein WLAN warte. weil man das so möchte, das habe ich nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt. Weil, wer möchte das? Die Protagonisten. Die selber möchten es. Ja. Ja, okay. Also die möchten in der Öffentlichkeit stattfinden. Die möchten das in der Öffentlichkeit so tun. Richtig. Also das ist eine Entscheidung. Wenn du es 2 Wochen lang machst, dann ist das eine Entscheidung und nicht mehr einfach nur noch ein Reflex oder so ein Ding, Scheiße habe ich. Wenn du es 2 Wochen lang durchziehst, dann ist das eine Entscheidung. Ja, das steht außer Frage. Ja. Absolut. Hättest du dir den Boxkampf gegeben? Ob ich mir den reingezogen hätte? Ich hätte versucht, erste Reihe sitzen zu können. Ja? Naja. Auf wen hättest du gewettet? Von wem sprechen wir jetzt genau? Ursprünglich war es Sinan gegen Bösemann, glaube ich. Es wäre ein guter, also wär ein Kampf gewesen. So. Wäre ein Kampf. Ja, wäre ein Kampf. Mhm. Ich glaube, es kommt drauf an, wer besser trainiert. Wer mehr ins Training setzt und auch mehr zurücksteckt von dem normalen Leben für eine Zeit lang, sondern sich wirklich viel in Training steckt. Mhm. Wer das am besten hinkriegt, der wird gewinnen. Und ich glaube, dass ich das Sinan als am ehesten zutrauen würde. Okay. Ja. Hast du persönliche Beziehungen zu beiden? Nee. Okay. Ich kenne Sinan kenne ich halt. Mhm. Habe ich schon auch mal getroffen, so, aber Bösemann habe ich noch. Ja, kenne ich nicht. Ich kenne den Song von früher, wo er uns alle gedisst hat. Ja, aber. Ich fand ihn immer amüsant. Ja, auch damals schon. Ja, ist doch geil. Also du feierst es, wenn die Rapper sich jetzt irgendwie sportlich Wenn das mal passiert, wie die YouTuber das machen. Ich habe das Event geguckt da. Hast du geguckt? Ja, na klar. Mhm. Ich fand das gut. Marché war gegen wen? Standards nee, das war das allererste, aber ich meine das zweite große da, Trimax gegen den anderen, der aussieht wie Trimax. Kennst du durch deinen Sohn, war, Leute? Nö, ich also, kennst du ihn so, ich bin ja da selber so ein bisschen... Okay. Interessiert und involviert. Du hast ja auch den Twitch-Rekord gebrochen. Immer wieder wenig. Ja, ich weiß nicht, ob wir den noch halten. Aber damals habt ihr das gemacht. Ja. Ja. Manni Mark sagte bei der Boogie Live Party in Neukölln, das ist wie Angelcamp nur mit 2000 Jahren Knast. Das habe ich dir sagen. Alles geil. Ja. Also ich feiere das auch, wenn man auf andere Bereiche geht, aber wenn es professionell ist. Das ist das, was mir zum Beispiel an der Twitch-Generation zurzeit nicht gefällt. Was Rapper, ich habe es auch gemacht eine Zeit lang, muss ich sagen, aber ich kannte Twitch nicht. Und alles, was Neues, probiert man mal. Und dann guckt man mal so, also so bin ich, und probiert das, ob das zu meinem System passt oder nicht. Mhm. Aber ich persönlich muss sagen, mit Ausnahme von Kianosch, der Bruder soll sich nicht angesprochen fühlen, ich finde, das schmälert irgendwie den Rapper Interessantheitsfaktor, wenn der mit dem Kopfhörer und einem Headset auf billig von der Webcam die ganze Zeit. Ja, man ist dann Streamer. Ja. Und stell dir vor, bist damit erfolgreich, dann wirst du nie der Rapper sein, der auch mal Streamer probiert hat, sondern du wirst der Streamer sein, der jetzt auch Rapper sein will. Obwohl du vorher Rapper warst. Ich finde, das Produkt an und für sich ist billig. Es sieht billig aus, es ist meistens irgendwie eine Kamera, die einfach. Ja, aber das sind ja die Creators, die sogenannten Creators, die dann halt auf so einem Stuhl sitzen mit alle demselben Kopfhörer und alle auf demselben Stuhl mit so einem LED-Panel im Hintergrund. Alle gleich, alle Thumbnails sehen gleich aus. Ja, so mehr oder weniger. Und das ist das ja, was ich denen dann sage. Du scrollst durch als Kunde und anhand des Thumbnails kannst du dich nicht entscheiden, was du jetzt mal angucken solltest. Richtig. So. Ja. Aber da sollte man schon mal dran arbeiten. Wir haben ein neues Konzept zum Beispiel, revolutionär. Hab ich auf Twitch. Nein, was ganz Neues, das kennt keiner. Boogie in der Badewanne. Das geht bestimmt voll durch die Decke. Ja. Wirklich, ich hab mal einem Kumpel von mir angeboten, für 10.000 Euro soll er 48 Stunden in der Badewanne sitzen.
Für wie viel? Aber in im Keller. In dem Keller sollte er 48 Stunden oder noch länger in der Badewanne sitzen. Warum? Weil er liebt es in der Badewanne. Er liebt Baden. Ach, der badet jeden Tag. Okay. Kriegt er warmes Wasser wenigstens? Naja, einmal Wasser. Einmal? Ja. Digga, da sitzt in der Kälte, Digga, da stirbt. Digga. Einmal Wasser, keine Ahnung, muss er sich ein bisschen bewegen oder so. Aber 48 Stunden. Hat er nicht gemacht. Ich kenne mal verrückte Sachen. Hat ihr damals, ihr habt bestimmt bei einem Interview, sind wir eine halbe Stunde drauf klatschen und lieben. Ob man lieber den größten Penis, dann wäre ich jetzt noch den kleinsten. Ja, sag mal. Aber wie ist deine Antwort? Ich hatte ja dir gesagt, das mit so einem riesen Ding, die kannst du ja nirgendwo reinstecken. Doch, den kleinen schon. Kannst natürlich auch kein. Den kleinen kannst du auch nirgendwo reinstecken. Ey, guck mal, ich meine. Der piekt. Ja, stimmt. Der reibt. Dann lieber angeben mit dem großen. Nee, aber es ist nicht angeben, wirklich der Baum mit so einem Bild. So groß meine ich, so groß meine ich. Fleischpeitsche. So wie Sonne macht eine Wüste. So wie Sonne macht eine Wüste. Na, wie so eine große weiße Rübe. Ah, nee. Weil ich habe auch Angst, dass man da ohnmächtig wird. Wenn zu viel Blut reinkommt. Wird nämlich passieren. Ja. So. Alter. So. Ja. Aber es gibt eine Menge dicke Frauen da draußen, Digga. Ja, da sage ich mit so einem kleinen Pickel kannst du nur reiben, Digga. So, jeder wirft doch mal gerne Sucuk in eine Turnhalle. Ja, mehr oder ja. Ja, Mann, ey. Sigi, erzähl mal. Zum Abschluss. Sag mal. Was steht denn an? Wichtige Sachen, die dir auf dem Herzen liegen oder Projekte, die du gerne mal mit der Öffentlichkeit teilst? Na, ich spiele jetzt dieses Jahr alles, was so ausgefallen ist oder verschoben wurde, die letzten Corona-Jahre. Das hole ich alles nach, viele Festivals dieses Jahr. Es wird halt ein Live-Jahr. Und nebenbei mache ich die ganze Zeit Mucke. Ich hab viel Mucke im Petto, in der Schublade und bring das raus, wenn ich es für richtig halte. Wie war diese Corona-Phase für dich? Absturz wegen Live und keine Ahnung was? Hatte man Zeit, ein bisschen in sich reinzugehen? Viele Leute hatten eher Struggle halt, ne? Die Phase war, und das merke ich in letzter Zeit immer mehr, wie für eigentlich alle. Das hat was mit uns allen gemacht, mit unseren Köpfen. Wir hatten alle sehr viel Zeit, über uns nachzudenken und sind an so Stellen in uns gekommen, die wir eigentlich verbergen wollten, glaube ich. Hast du Saviors Statement gesehen gerade? Nee. Nein? Nee. Ist gerade raus. Hat er auch sowas gesagt? Xavier. Ja. Xavier distanziert sich von den Sachen, die er in letzter Zeit gesagt hat. Ohne Brille sich vor die Kamera gestellt, hat 3 Minuten Video gemacht und hat sich bei allen Leuten entschuldigt. Und auch den Krieg in der Ukraine angesprochen, wie schrecklich das ist und alles. Also so super Mainstream, einfach so 180 Grad Drehung. Hm. Direkt in 3 Minuten so. Und ganz ehrlich, er liest vom Teleprompter ab. Ich glaube, die erpressen den oder irgendwas. Ich weiß nicht, mir kam es komisch vor. Diese Nacktfoto. Ja, ich gucke mir das mal. Ja, mach mal. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, ich weiß nicht, wo ich bin. Na, du warst halt, dass wir alle in uns halt reingehen mussten. Und ach so, wir haben uns stellen. Ja, es ist halt sehr, sehr so eine Grunddepression zieht durchs Land oder durch die Welt gerade. Ja. Sehr, sehr viele Leute sind halt, hatten viel Zeit über sich nachzudenken und mit sich so zu kommen. Am Anfang haben sie es noch versucht zu verstecken mit Wohnung tapezieren und alles neu machen und wir nutzen die Zeit für irgend so einen Quatsch, aber 2 Jahre lang kannst du das halt nicht machen und man hatte viel Zeit mit sich und seinen Dämonen sich auseinanderzusetzen und die haben wir alle und das hat viel mit vielen Leuten was gemacht. Also sehr viel Isian, wie man so schön sagt, sehr viel Depression, sehr viel hängende Köpfe. Mhm. So, ja, und das hat's mit mir auch gemacht. Also, echt? Ja, also ich hab auf jeden Fall, ich bin auf dem Zahnfleisch gegangen, was das angeht, sagen wir mal. Und mittlerweile bin ich offenbar aufsteigen gelassen und das ist alles so. Ich fühle mich wieder wohl und ein Teil der Welt. Und noch nicht angekommen, noch auf dem Weg, oder? Nee, doch. Es ist immer ein Weg. Aber es ist immer ein Weg, sich damit abzufinden, wie die Welt halt ist. Das ist der Weg, ne? Ja. Und der wird immer bleiben. Der wird bleiben, bis wir gehen. Ja, aber vor allem der Isian-Mode halt so, den muss man ja überwinden, sonst ist man ja trapped, Alter. Weißt du? Ja, den muss man halt, und ich kann, da muss halt jeder individuell gucken, wie er am besten damit umgeht und was überhaupt das Problem ist. Ja, Mann, also ohne dich jetzt in die Scheiße reiten zu wollen, aber bist du jemand, der sagt, dass du kritisch gegenüber dieser ganzen Politik warst? Oder denkst du, ey, alles richtig gemacht? Keine Ahnung. Also so viel, wie man also sagen kann. Ich weiß, das ist ein heikles Thema. Ich halte Politik immer für Quatsch. Mhm. Ich halte Politik immer für ein Mittel, wiedergewählt zu werden.
an dieser Position zu bleiben. Das, nur das ist Politik. Und da wird dir erzählt, wird dir alles erzählt, damit diese Position halt gefestigt wird oder bekommen werden kann. Also, dass man da hinkommt an eine gewisse Position. Und das hat halt mit Mehrheitfindung zu tun. Du findest raus, wer ist der größte Teil dieses Landes? Was muss ich also sagen? Was denkt der größte Teil des Landes über das und das Thema? Das werde ich halt also sagen. Und deswegen gibt es ja diesen Spruch, divide and conquer, also teile und herrsche. Am besten teilst du ja wohl in zwei Hälften. Dann hast du, ne, entweder 50-50 wird es nicht geben, aber es gibt vielleicht 49-51 und du sprichst den 51% nach dem Sinn. Und dann wirst du gewählt. Ich glaube auch nicht, dass Donald Trump ein Nazi ist. Der scheißt auf jeden, der scheißt auf seine Mutter, wenn es sein muss. Der hat einfach das gesagt, was der Großteil im Land hören wollte. Und da ist das Problem. Dass der größte Teil Amerikas halt Nazis sind. Die haben den gewählt wegen diesen Sprüchen, weil er das halt gesagt hat. Aber für mein Verständnis ist der ein Politiker und der hat das also nur gesagt, weil er wusste, der größte Teil des Landes will genau sowas hören von mir. So funktioniert Politik. Für mein Verständnis. Deswegen brauchst du mich nicht fragen, was ich zu dieser Corona-Politik sage, weil dazu sage ich genau dasselbe. Na ja, klar. Aber so konkret wärst du zum Beispiel ein Gegner von dieser Maskenpflicht? Ist ja jetzt weg, Gott sei Dank jetzt. Weißt du, jetzt kann man drüber reden, aber es war vor einem Jahr noch ein heikles Thema, hätte ich auch nicht gefragt dann. Ich bin nicht rausgegangen mit Maskenpflicht und so ein Quatsch und ich war dann nicht einkaufen. Für mich war das super anstrengend mit dieser Maske. Obwohl du eine Maske immer früher getragen hast. Ja, und ich dachte auch, vielleicht ist es vielleicht sogar ganz cool, mit Maske dann in den Supermarkt zu gehen und so. Da erkennt mich keiner, aber das hat funktioniert. Das funktioniert null. Haben am besten mit der Sido-Maske, mit der Totenkopf-Maske und dann noch so eine OP-Maske drüber. Das wäre noch das Beste. Nee, die erkennen mich an der Stimme und so. Das ist... Wird Sido, dann gibt's keine BPJM und ein Bassbox-Arzt wäre auch mal in der Top 10. Ja, mein Digi, Alter. Reime, ja, die Boogies Kopf catchen bleiben, sind richtige Reime. Ja, Mann. Ja, gut, dann. Bruder Herz, wir sind beim Abschluss, wie gesagt. Nein, wir bleiben noch länger. Ich würde jetzt, weil ich Kreuzberg bin, ich träume die schon seit einer halben Stunde, denke ich an Döner, den ich gleich essen werde. Ich freue mich. Ah, wir können ja mal. Katie hat gestern sich gemeldet, hier wollen welche uns zu ganz leckeren Holzkohlengrill einladen. Ich will einfach so ein ganz ehrliches Dreieck. Sigi hat eine besondere Beziehung zum Döner. Das haben wir letztes Mal ja schon rausbekommen. Ne? Da hast du ja die Geschichte erzählt, wo du deinen ersten Döner gegessen hast. Ja. Ja, das stimmt. Ja, vielleicht kommt das daher, keine Ahnung. Aber ja, wir haben vorhin schon gesagt, dass ich glaube, wenn wir jeder Vegetarier oder die meisten, die ich kenne, auf was sie sich am meisten oder zurückwünschen an Fleisch oder vermissen, ist der Döner. Hör ich sehr oft. 100%. Das ist halt einfach auch Fastfood Nummer 1 in Deutschland. Lieblingsdöner in Berlin? Pia im Märkischen Viertel. Pia bist du. Hey, MV. True to the Game. Der ist sehr, sehr speziell, der Döner, den liebe ich. Döneria Langwitz, Techniker Kreuzberg. Ey, Sigi, ich habe noch eine Frage. Ich sehe mal immer, du machst Werbung für Barbecue-Soßen und so. Ja, für meine eigenen Produkte. Ja, ist klar. Was hast du im Sortiment? Also Barbecue-Soße, eine sehr gute, die haben wir lange daran gearbeitet. Ist sehr speziell auch, schmeckt mir sehr gut. So räucherisch so ein bisschen, wie man so macht? Nee, eher fruchtig. Ach, eher fruchtig. Ja. Dann haben wir Spare Ribs, dann haben wir Pulled Pork. Du hast mit einer Fleischerei arbeitet zusammen oder hast Soße für Spare Ribs? Ja, nein, richtig, die Spare Ribs. Wo gibt's die? Die hole ich mir jetzt sofort. Die wird es jetzt ab Ende März, Anfang, Ende, was kommt noch März, Juni? In Kaufländen, ein Kaufländer. Ah, schick mir, das mache ich sonst nie. Ich will keine Pakete. Ich schicke dir auch so, schick mir Promo-Pakete. Erinnere mich nochmal dran. Ich schicke dir so ein ganzes Paket, da ist alles drin. Ja. Na, Spare Ribs von Sigi. Spare Ribs, Pulled Pork, Brisket. Und krasser Mann, Sigi. Soßen, Gewürze. Okay, jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Warte, wir arbeiten auch noch an einer Kooperation, kannst du ja den Fans erzählen, ja? Der McBoggy mit Käse, der ist ja weiter überall. Mit Kuppenkäse, ja. McBoggy mit Kuppenkäse. Und wollte fragen, was hat's auf sich? Ich sehe das auch und hab's noch nicht richtig geschaut. Du oder Bowser habt einen Spätkauf aufgemacht, wo man freestylen kann? Oder ist es, was hat's da auf sich, bitte? Na, wir haben hinterm Zigarettenregal, das Zigarettenregal geht auf im Späti und dann bist du bei uns hinten in so einem Spezialraum, da ist ein Studio halt. Also da haben wir so eine Booth und da so einen kleinen Platz, wo sich Produzenten hinsetzen können, Booth und alles, was vorhandene da nutzen können. Echt? Ist ja lustig. Wo ist der denn mit der Laden? In Neue Bahnhofstraße 6 am Ostkreuz. Sind da viele Fans immer, die rumlungern, weil die wissen, ihr seid da? Ja, also kommen oft Leute und fragen dann. Ja. Aber guter Marketing-Move eigentlich. Ja. Der Spätkauf verdient gut, glaube ich.
Der läuft. Der läuft. Ja, der heißt auch nicht bei Sigi, der heißt irgendwie bei Peter oder so. Nee, Svennis. Bei Svennis. Ist das Svennis. Der Svenny noch von früher, den ich mit dir verbinde? Nee, wir sind alle Svenny da. Stimmt. Alle, die da arbeiten, sind Svenny 1, cool. Svenny 2, Svenny 3. Ja, wir sind alle Svenny. Geil. Und, Eminem macht ja auch sein Dings hier auf, ne? Sein Nudelladen. Hat er ja schon mal. Spaghetti. Habt ihr den Game-Track gesehen gegen Eminem? Ich mag sonst Game gerne, aber ich fand den Diss-Track nicht so stark. Ist der schon draußen? Ich hab ja, draußen habe ich mir angehört gestern. Hm. Wer hat wen gedisst? Game, Eminem. Okay. Ja, das ist ein Promostand. Das ist ganz komisch mit vorher Ankündigung. Da geht es auch um nichts. Was dissen die sich so, Quatsch? Dann haben wir es doch, oder? Da. Und mir war scheißegal, da was war der Wettermann noch. Sagte, ja, Baby. Der Wettermann. Den wirst du nicht los, Digga. Ja. Damit du Bescheid weißt. Na, ich war wieder gerne hier. Wir haben dich auch sehr gerne hier gehabt, Bruder. Ich war wieder sehr gerne hier. Danke für die Zeit auf jeden Fall. Ja. Wunderschön war's. Ich habe geträumt von euch. Ey, und danke fürs Sprechen lassen, Großer. Ja. Große Ehre, Bruder. Große Ehre. Ah. Er hat sich einfach Ehre, sprechen lassen. Ehre. 100%. Das war Sido, meine Damen und Herren. Ja. Oh, geil. Echo, essen wir jetzt ein Dönerchen? Ey, warte mal, man muss eine Sache nochmal ansprechen, ganz zum Schluss. Ja, ist ja die interessanteste Bromance der letzten Zeit, Alter. Sido und Echo, Alter. Ja. Das ist ja super lustig, Alter. Ja. Da hat sich Topf und Deckel gefunden. Wie böse man sagen würde, der Topf auf den Deckel. Ja, bist du Bösemann? Okay, Hände hoch, wer ist für Bösemann im Raum? Gegen Sinan G? Bösemann mag, ist mein Kumpel, so am Telefonkumpel, und Sinan habe ich keinen Kontakt. Keine Partei, aber schon Sympathie für Bösemann. Ja. Und ich sage auch, Bösemann ist definitiv brutaler, nur ich schätze auch das Disziplin und das Abstinenzsein und so, den Sinan G mehr zu. Also die irgendwann ist es eine ganz große Konditionsfrage, ja, in diesem, genau, Sport. Weißt du, was ich aber dazu sagen muss? Eier hat der Bruder, ich weiß nicht, ob Sinan oder ich kann den nicht einschätzen, also so kämpferisch oder so, aber Bösemann hat mies Eier bewiesen, ja, für mich persönlich, in dem Augenblick, als er Manuelsen herausgefordert hat. Ja. Weil, ey, es gibt Gewichtsklassen aus einem bestimmten Grund. Ah, ja. So. Und Bösemann ist einfach mal so groß wie du. Ja? Ja. Der ist einen halben Kopf kleiner als Icke. Ja. Und Manuelsen ist 2 Meter groß und wiegt fettabsaugend hin oder her bestimmt locker 130, 40 Kilo. Verstehst du, was ich meine? Und ganz strange fand ich, dass Cashmore auf einmal mitgewuselt hat. Ich ja liebe für Cashmore, aber... Lass mal kurz beim Thema bleiben. Es ist ein riesengroßer Unterschied, Dicker. Der könnte eigentlich 2 Menschen in einen. So. Du hast einen Menschen, der 2 Meter und 150 Kilo auf der Rippe. Und auf der anderen Seite hast du einen Menschen, der ist, wenn es hochkommt, 1,80, unter 1,80. Der wiegt 93, 94 am Kampftag. Und er hat gesagt, Alter, du Großer, komm in den Ring, Alter, du kommst nicht davon mit der Nummer. Da muss man schon sagen, Alter. Ja, Respekt am Bösemann. Der hat Eier, der Bruder. Der ist ja auch geplant, für Böse und für Bösemann Gym zu fahren für Boogie Life Belasch. Ja? Brich dir nicht die Rippe. Ja. Nee, was wolltest du sagen? Momo Abdallah, ich komme, ich will rückkommen, Momo. Ich hab dich unterbrochen, war das. Ja, nee, ich sagte das. Was waren wir bei Bösemann? Wegen Cashmo. Wegen Cashmo, da ist Cashmo auf einmal gegen Bösemann. Da dachte ich, Cashmo ist so, hab ich so 80 Kilo auf dem Shirt. Also ja, aber die haben keinen großen Unterschied. Cashmo ist wahrscheinlich sogar ein Ticken größer, von der Größe, glaube ich. Ja. Das würde noch gehen, aber Manuelsen ist ein Riese, Bruder. Ja, er ist ein Riese. Das würde normalerweise, dürfte man so einen Kampf nicht mal sanktionieren, da dürfte gar nicht erlaubt sein. Du kannst normalerweise solche Kämpfe nicht anbringen. Du kannst ja auch nicht ein Federgewicht gegen ein Schwergewicht kämpfen lassen. Das geht nicht. Ich habe damals schon an den Tag, wo er zu Arafat ins Café musste, damals, wie er Fitner war, war ich ja auch, da habe ich die ganze Zeit nicht erwähnt, nur keiner, ist doch egal, hat mir damals schon Manuelsen Kämpfe von sich gezeigt. Und der war auch, der hat eine riesige Reichweite. Das fällt mir auch wieder ein. Der hat recht. Bei diesem Standard-Skill gegen Leon Mascher, heißt er so? Leon Mascher? Ja, klar, sein, der YouTuber. Da hast du auch gesehen, wenn der andere sehr viel größer und sehr viel breiter ist, ja, der kann die Bulldozer-Taktik einfach raushängen lassen. Normalerweise kann der Kleinere sich dagegen nicht mehr wehren. Du musst einfach nur geradeaus marschieren und den anderen einfach bumsen. Ja. Das ist die einzige Taktik. Du musst auch nicht besonders technisch sein. Wenn du 30, 40, 50 Kilo mehr als der andere hast, Digga. Oh, oh. Ja? Deswegen. Also ich muss schon sagen, Respekt am Bösemann an der Stelle. Ich mag den Bruder. So, war dir scheißegal, wie der Wettermann wieder drauf war, ne? Ich würde aber sagen, ich habe geträumt von euch. Ich habe geträumt von euch. Jetzt bin ich da auch gewacht. Ja, Mann. Das war Sig Sauer, B9mm und Pumpgun Boogie. Am Tisch, wo nicht gelogen wird. Baby. Make hip-hop great again. Also raus, Bitches.